Und damit würde ich sagen, fangen wir mit dem heutigen Stream an. Herzlich willkommen beim heutigen Mario Party neuen Stream. Und by the way, moin Batu, moin Mikets, moin Jojo, was geht ab? Herzlich willkommen heute on Stream. Ja, ich bin wieder gesund. Größtenteils, weil ja, wie ihr schon mitbekommen habt, ich bin einfach zwischen Samstag und Sonntag einfach krank geworden. Und ja, war nicht so geil. Gestern ganz gefühlt den halben Tag nur im Bett gelegen mit Halsschmerzen und konnte nicht streamen. Und man ging ja schon, was geht, jetzt willkommen im Stream. Oh, ist gerade pisswarm heute bei mir, weil ich krank geworden bin, konnte ich zwei Nächte nicht lüften. Und ja, jetzt habe ich 30 Grad in meinem Zimmer. Ich traue mir auch nicht, meinen Ventilator anzumachen, nicht, dass ich noch mehr krank werde, beziehungsweise nochmal krank werde. Deswegen muss ich heute versuchen, bei über 30 Grad noch irgendwie zu überleben, aber ich glaube, das kriege ich schon hin. So, ich würde mal sagen, wir starten einfach los, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nee, warte, Party war ja das Multiplayer da, Einzelspieler. Möchtest du sie laden und weiterspielen? Yes! Und zwar letztes Mal ja on Stream haben wir ja ein bisschen weiter gezockt. Wir waren, glaube ich... Genau, wir haben diese Map schon gezockt, haben aber verkackt. Wir wurden letzter. Und deswegen versuchen wir jetzt im Blooper-Strand nochmal einen Win zu holen. Wenn wir das auf alle Fälle schaffen. Diese Mini-Sterne anzusehen ist so entspannt wie ein kleiner Urlaub. Papa, es ist was Schlimmes passiert. Und jetzt nochmal. Nicht schon wieder. Tod, das wirst du mir büßen. Sind am Meer. Da wollen sie doch bestimmt noch mehr Mini-Sterne stehlen. Meer? Mit Delfin und mindestens einem Heinz und so viel Sonne, dass alle Sonnencreme des Universums sich ausreichen würde, ist doch ganz sicher der Blooper-Strand. Wollen wir doch mal sehen, wie viel Spaß hier einen kleinen Strandausflug macht, wenn meine Schergen mit ihnen planschen. Was meinst du mit was habe ich gemacht? Cheep Cheep Blooper. Toll, die werden dafür sorgen, dass sie baden gehen. Genau, für mich kommen du die beste Schergenfrage. Cheep Cheep Blooper, versenkt diese Radratten. Dass du letzter wurdest, Mario Party Betrug. Deswegen. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht aufgepasst im letzten Brett. Ja, keine Ahnung, das war einfach nur kompletter Betrug. Ich hatte bis zum Miniboss nicht einen Mini-Stern gehabt, weil mir nichts gegönnt wurde. Okay, ich starte wenigstens... Okay, vorletzter. Nochmal das U-Boot gesteuert von der Toad Wii Remote mit Wii Motion Plus. Falls es nicht funktioniert, ich hätte die DK Bongos als Backup. Die sind hier oben. Dann klopfen wir uns einfach hoch. Aber ganz wichtig, Tombisch, wenn nicht mit dem Logitech Controller, sondern schon mit dem Toad Wii Remote und Wii Motion Plus. So, der Delfin gibt uns natürlich Mini-Sterne, wenn wir es schaffen. Und ich glaube, der Scheiger, ja, natürlich würfelt der Instant eine 6, damit er dann die Mini-Sterne erreicht. War ja irgendwie klar. Ja, stimmt. Hier, hier sind die auch noch drei Mini-Sterne. Die soll ja auch noch sofort bekommen. Das Ding ist halt, er darf ja nicht gewinnen, ne? Und er hatte eine super erste Runde gehabt. Ah ja, einen Würfel kriegt er auch noch, ne? Also waren 1 bis 10 Würfel. Ah, oh, was kriegt er nicht in der ersten Runde, ne? Aber ist meistens gut, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn du in der ersten Runde so führst oder zumindest halt in der ersten Runde halt gut bist, dass dann, dass er betrogen wirst. So! Der Heinz, der vier Felder da vorne bewegt. Okay, Yoshi macht es auf alle Fälle spannend. Ja, vor allem, weil ich demnächst würfle. Sehr schön. Aber erstmal ein Minispiel. Und Yoshi wählt Goomba-Gewimmel. Genau, ich glaube, das hatten wir, oder weiß ich, ob wir das schon gehabt hatten. Wenn nicht, lese ich es trotzdem mal vor. Beobachte die Goombas, während sie in den Toadhäuser laufen. Versuche als erstes zu erraten, welchen Toadhaus die meisten Goombas befinden. Halte die Wii-Fernbedienung senkrecht. Zeige auf das Toadhaus, das du auswählen möchtest und bewege deine Wahl mit Drücken von A. Ja, also muss man einfach nur quasi erraten, wie viele Goombas in welchem Haus sind. Und ja. Moin Abo, was geht? Also willkommen im Stream, wie geht's dir stets? By the way, nicht wundern, wenn ich ein bisschen komisch anhöre. Jetzt ist es nicht mehr mein Hals, mein Problem, sondern eher meine Nase. Meine leicht verstopfte Nase jetzt habe. Okay. Ich habe schon ein Gefühl, wo die meisten Goombas... Oh, wohl. Ich wollte am Anfang sagen blau, aber jetzt sehe ich, dass rot sehr viele sind. Obwohl, jetzt geht auch noch ein fetter Stoß auf blau. Ich bleibe aber auf rot.
Ich habe das Gefühl, dass, es rot ist. Dass da die meisten tot sind. Also entweder rot oder blau. Da sind die meisten hingegangen. Okay, 16. 17. Okay, grün. Okay, Marius raus. Scheigeil auch. Okay, jetzt Battle zu spielen. Ja, es war blau. Es war blau. Weil der fette Stoß am Ende kam. Ne? Ich wollte ja am Anfang ja auch blaue wählen. Ne? Aber da kam gefühlt niemand. Da habe ich gedacht, das Rote. Egal, zweiter nehme ich. Zweiter nehme ich. Hauptsache besser als Scheigeil. Auch wenn natürlich Scheigeil jetzt den, ja, immer noch einen massiven Vorsprung hat. So! Bitte, Webhard, nur nochmal zum Abschluss der Thematik Minecraft. Du meintest letztens selber zu mir, das ist ein Community-Rennen. Dann respektier aber auch unsere Entscheidungen und pass dich daran an, so wie wir uns an deine Sachen anpassen müssen. Wir wollen alle zufrieden sein. Nabo, hear me out. Ich habe nicht mich beschwert über eure Sachen. Ich habe mich nur beschwert, nochmal zu der Thematik, Freund. Ich habe mich nur beschwert, dass ich nichts davon wusste. Like, ich habe nichts dagegen, wenn ihr sowas macht, aber bitte lasst mich halt davon wissen. Weil ich wusste halt absolut nichts davon. Weißt du, wie scheiße das war? Wenn ich, wo ich einfach mal meine U-Bahn bauen wollte, da wollte ich, erstmal wird alles überflutet, da gehe ich in den Wasserdings rein und werde einfach runtergestoßen zu irgendeiner Base, you know what I mean? Deswegen, ich habe nichts dagegen, aber please, sagt mir immer davor Bescheid. Weil ich war wirklich kurz davor, das zuzubauen. Weil ich hasse solche Wasseraufzüge, es ist halt so. Aber wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen. Ich habe eh drumherum gebaut, das ist ja eh alles fein. Aber Bill, please, sagt mir sowas Bescheid, wenn ihr das baut. Weil wenn ich nicht Bescheid weiß, wenn die mir nicht Bescheid gibt, dann ja. Irgendwann habe ich ja auch keine Geduld mehr und da baue ich einfach drüber. So. Scheigeil wird es natürlich ein bisschen spannender machen. Und geht hier in diesen Unglücksdings rein, also da, wo zumindest sehr viele Unglücksfelder sind. Aber da sind auch viele Mini-Sterne, also kommt drauf an. Yoshi würfelt eine 4. Wir haben dann 1, 2, 3 Würfel. Ich weiß nicht, ob der nützlich sein kann. Okay, wir kriegen zumindest... Na, obwohl, der könnte für später sogar nützlich sein. Okay, der kriegt 3 Mini-Sterne, wird aber in die Pechröhre gehen. Oh, mal gucken, ob er dann alle wieder verliert. Ich meine... To be honest, ich jetzt mehr gegönnt, wenn Scheigeil da wäre. Okay, er hat nur einen verloren. Das ist auch okay. Okay. Wie gesagt, wenn Yoshi gewinnt, wenn Yoshi oder an sich Mario gewinnt, dann gewinnen wir auch noch mit. Deswegen ist ja auch nicht schlecht, wenn die auch gewinnen würden. Zumindest wenn ich es nicht schaffe zu gewinnen, dann ist es nicht schlecht, wenn die dann gewinnen. So. Kann mein Licht nicht anmachen. Let's go. Okay. Ich müsste eine 3 würfeln. Okay, eine 6. Ich glaube, eine 6 war sogar ganz gut. Genau, weil dann lande ich zumindest nicht auf die Unglücksfelder. Und bekomme ein paar Mini-Sterne. Und ein Minispiel. Nice. Sehr schön. Das heißt, wir können sogar noch ein Minispiel auswählen. Den hatten wir schon gehabt. Die 2 hatten wir noch nicht gehabt. Was würdet ihr sagen? Flucht vor den Robo-Koopas oder Schneemobilrennen? Flucht vor den Koopas ist ein Glücksskill, Schneemobilrennen ist... Ja, keiner Skill, best game. Greg, moin Greg, oh, was geht? Willkommen im Stream. Mitte, Schneemobilrennen, alles klar. Ich glaube, es ist auch lieber, weil... obwohl, ist das Minigame gut? Ich glaube, ich habe das sogar schlecht in Erinnerung. Wer als erster 5-Runden fährt, hat gewonnen. Nutze die Turborampe, um nicht von der Tiefschnee gebremst zu werden. Halte die Wiefer-Dio waagerecht. Drücke Steuerkreuz zum Steuern, 2 zum Beschleunigen und 1 zum Rückwärtsfahren. Stelle die Wiefer-Dio befreien, falls der Schneeball getroffen hat. Greg. So, also quasi Mario Kart Wii auf Fisch bestellt. So. Ah, nee, das geht sogar noch. Oder? Keiner. Oh, das ist ein bisschen blöd zu steuern. Nein, direkt in Tiefschnee gelandet. Ah ja, das ist ein bisschen erst zu steuern. Okay, vielleicht habe ich jetzt den Lauf. Nice, nice, nice. Mann, Yoshi! Yoshi! Überhol doch Mario. Überhol ihn. Nein, hab ich nicht weg. Yo, let's go. Huge, huge, huge. Und ich bin sogar der Erste geworden. Let's go. Ah, scheiße, Scheigeil ist Zweiter.
dachte, der wäre letzter, das wäre natürlich nice, aber nee, der ist leider zweiter. Sad. Ah, der hat... Obwohl, so krass ist es nicht. Und ich bin jetzt sogar erster, lol, als ob. Ich dachte, der Abstand von Scheiger und mir wäre fett, aber nö, der war ja nicht mal wirklich krass vorhanden. Jetzt bin ich sogar erster. So, wenn Mario nicht verkackt, wird er Spielführer. Und ihn gönne ich es keiner noch, weil er ist letzter. Also ihn gönne ich es eher als einen schüchternen Typen. Ja, habt ihr schon ganz weit geschafft, aber in der Burg ist Endstation. Uhihi. Okay, gegen Chip Chip, gegen den haben wir schon gekämpft. Beim letzten Mal. Und zwar müssen wir einfach nur die Panzer nehmen und auf ihn draufwerfen und einfach mit Neigen das besiegen. Und Alter, meine Hände sind so schwitzig. Bruder, es ist so pisswarm bei mir. Ich hasse es. Generell, wie wir ja. Heute ist nicht mal so krass warm. Like nur, in Anführungsstrichen, nur 22 Grad. Aber das reicht schon aus, damit es hier bei mir pisswarm ist. Ja, und natürlich sind alle Panzer auf der anderen Seite. Ho. Ich liebe dieses Spiel. Da, endlich mal einen Panzer nach 10 Jahren. Oh, jetzt aussehen auf dem Mikrofon reingehauen. I'm sorry. Ist der Nachteil von Motion. Komm, beweg dich. Komm, nimm den Panzer. Nimm den Panzer. Ja, erstmal schön geschielt. Okay, wie schaut's aus? Okay, jeder 9 außer Yoshi. Oh, jetzt geht er ein bisschen aggressiv rein. Mario hat einen Punkt verloren. Nee, never mind. Ich habe doch viel bekommen. Sehr schön. Okay, der landet hier. Sehr schön. Hier hoffentlich mal einen Panzer werfen. Das war sogar ein Hit. Hier nochmal einen Panzer werfen. Das war leider kein Hit. So, okay. Nice. Nice. Oh, schade. Ich dachte, ich hätte den Panzer noch instant graben können. Aber leider nicht. Okay, jetzt kommt auf den letzten Hit. Na, ah, die klauen mir alle den Panzer. Und Yoshi hat den letzten Siegestreffer natürlich, der hat genauso viele Punkte wie ich, aber hat den Siegestreffer geholt. Ist aber okay, denn Scheiger ist Dritter, ich bin Zweiter. Und Mario kriegt noch den Spielführerbonus. Nice. Der Scheiger könnte sogar, ja, Verlust machen, keiner. Nice. Weil Mario kriegt jetzt noch einen Bonus, oder? Genau, und kriegt so viel wie Scheiger. Nice. Yoshi 10, ich 7. Nice. I take it. I take it. Aber was ich für ein Unglück hatte am Anfang mit dem Panzer, ne? Alles auf der rechten Seite und ich spawn komplett links, ne? Okay. Scheiger ist jetzt Dritter. Yoshi holt jetzt auch ein bisschen mit auf. Wir sind auch Erster und ja, Mario chillt auf dem letzten Platz. So, aber so wie ich Scheiger kenne, holt er sich doch erst. Ah, nee, doch nicht. Er gönnt Yoshi die 3 Sterne, okay. Nehme ich auch. Mario macht dir nach, yes. Du hast den fucking Wasserstrom zerstört. Kein Wunder, dass man wieder ertrinken kann, weil du es kaputt gemacht hast. Ja, Bro, Alter, wenn ich nichts davon wusste. Was kann ich dafür, wenn ich es nicht davon wusste? Und generell, Wasseraufzüge finde ich lame. Sorry, aber ich finde sie lame. Und wir kriegen ein 1 versus 3 Minispiel. Und zwar alle gegen Yoshi. Da er sogar Erster ist, können wir es gönnen. Dann repariere es wenigstens. Ich habe keine Ahnung, wie man es repariert. Ich kann es gerne reparieren, aber dann müsste das Wasser wegmachen und dann mache ich Leitern. Dann repariere es gerne. Ich habe keine Ahnung, wie man das baut, deswegen, ja. Wie gesagt, ich wusste nichts davon, deswegen, ja. Der Solo-Spieler muss die anderen Spieler so schnell wie möglich mit dem Hammer treffen. Die anderen Spieler erhalten Punkte, wenn sie zeitlang nicht getroffen wurden. Halte wie bei. Okay, der Solo-Spieler muss einfach nur mit dem Hammer zielen und wir müssen uns in einem Loch verstecken. Und mich auf den Server, ich baue den schönen Redstone-Aufzug. Oder so. Hey, wenn du Bock hast, ich könnte dir sogar einen Reamcode geben, wenn du willst. So, dann start. Okay. Ah, der hat mich schon erwischt. Oh. Das Spiel geht nur auf mich. Nice. Okay, nice. Nice. Okay, ich habe einen Plan. Nein, der hat mich erwischt.
Oh, nice. Zwei ist die Glückszahl. Zwei ist meine Glückszahl. Nein! Na, oh, wir hätten es sogar noch fast geschafft. Es war ultra knapp. Aber gut, da hat der Einzelspieler auch ein bisschen Vorteile. Okay, jetzt sind wir Zweiter. Aber Yoshi ist immerhin noch Erster, also ja, I take it. So, wenn wir höher als eine 3 würfeln, kriegen wir sogar noch 5 Sterne. Und das nehme ich mir natürlich gerne mit. Und wir würfeln sogar eine 6. Das heißt, kein Minispiel. Keiner Set, aber wir werden... Warte. Schaffen wir sogar zum Spielführer-Bonus? Um ein Feld nicht, schade. Aber wir kriegen wenigstens Würfel. Und zwar einen 1-2-3 Würfel again. Der könnte sogar wirklich nützlich sein, vor allem gegen Ende. So, als ob Mario... Bro, die CPU schon wieder. Als ob er seinen 1-2-3 Würfel verschwendet. Der kann für später nützlich sein. Okay. Genau, na, ich muss die Regel nicht erklären. Das haben wir ja schon gespielt. Wir landen natürlich wieder auf dem mit den meisten Pechfeldern. Und wetten, ich schaff's wieder nicht hoch. Ich sehe schon, dabei Pech schaffen wir es eh nicht mehr hoch. Wir können gerne annehmen, noch zu tun. Zeit, sie kurz oder mal wieder. Ja, wie gesagt, alles gut, kein Stress. Wenn du mal Bock hast, sag's mir Bescheid. Ist so oder so ein Community Realm und ja, von daher. Ich sag's, du schaffst es. Ich hoffe es mal. Hear me out, ich schaffe es, aber ohne Mini-Sterne. Komm, wir werden nächste 3. Ja, let's go. Huge. Okay, Yoshi verliert jetzt einige. Okay, jetzt will Mario den normalen Würfel. Ja, ich glaube, Mario schafft es nicht mehr. Er hat zu niedrig gewürfelt. Schaut so scheiße aus. Okay, der 2. Ja, ich darf auch nicht zu niedrig oder 1, 2, 3, 4, 5. Also, wenn ich eine 3 würfle, habe ich es eigentlich safe geschafft. Also dann, ja gut, 3 ist ein Pechfeld. Ja, gib mir eine 2 oder eine 4. Ja, eine 2, take it. Denn ich brauche eine 1, 2. Okay, ich darf alles würfeln außer eine 4. So, Yoshi hat an sich verkackt. Okay, jetzt haben wir eine 66%ige Chance, dass wir es schaffen. Scheiße genauso. Mario hat es an sich schon verkackt. Wir dürfen halt nur eine 5 oder 6 würfeln. Scheigei würfelt eine 4. Er hat's verkackt. Komm, komm. 5 oder 6. 5 oder 6. 5 oder 6. Nein. Wir haben alle verkackt. No. Einfach alle verkackt. Ja, oh, schade. Einfach alle haben verkackt. Ja. Wieder lang. Aber to be honest, I take it. Weil ich hatte irgendwie keinen Bock, dass Scheigei wieder so viele Mini-Sterne bekommt. Ereignis! So, das heißt, jetzt werden alle Sterne zu Unglückssterne. Deswegen ist es gut, dass ich jetzt den 1, 2, 3 Würfel habe. Beziehungsweise 2 davon sogar. Das ist schon crazy, ja. Dass, wie gesagt, jeder die Würfelpech hat. Yoshi hätte es vielleicht zwar noch schaffen können, aber er hätte den Pech gehabt, dass er, ja, dass er alle verloren hat. So, jetzt wieder positive Sterne, also die normalen Mini-Sterne, ja, nehme ich. Wenn ich eine 6 würfle, wäre sexy. Dann könnte ich richtig viele absahnen. Und würfle sogar eine 6. Let's go. Was haltet ihr vom SF-Winner? Fry hat gewonnen. Dass das möglich ist. So, das gleich wenigstens noch von vorhin aus. Wir kriegen wieder 1, 2, 3. Schwierige Entscheidung. Was soll ich wegwerfen? Chat? Genau. Wenn du 6 würfelst, würdest du eine 6 erhalten. Genau, das ist was Bartos sagt. So, Chat, was will ich sagen? Soll ich den 1, 2, 3 Würfel? Ein 1, 2, 3 Würfel oder ein 1, 2, 3 Würfel wegwerfen? So was will ich sagen. Das ist schwierig. 1, 2, 4, die habe ich leider nicht. Tut mir leid. Boah, schwierige Entscheidung. Aber ich nehme mal die goldene Mitte. Die schmeiße ich weg. Ja, genau.
Ich will 1-2-3 Würfel abzulegen, um den 1-2-3 Würfel mitzunehmen, you know? Weil, keine Ahnung, der andere ist sauberer. Den will ich lieber nehmen. Der andere ist verkratzt. Will keiner haben. So, boah, wir hatten alle drei nicht. Was würdet ihr nehmen? Hoher Einsatz ist ein strategisches Glücksspiel. Schollenparcours ist so ein Jump'n'Run. Und Toads Versteckspiel ist, weiß ich, ob das ein Glücksspiel ist. 1 und 1 Würfel. Machst du da was? 1 und 1? Was würdet ihr nehmen? Links ist nice. Als Toad-Versteckspiel, ja, nehmen wir mal. So, merkt ihr, welches Haus sich Toad versteckt und klopfe als erster an seine Tür? Ah, okay, also nicht wirklich. Ist einfach nur ein Merkspiel. Halte wie für die waagrecht. Der Steuerkopf sich bewegen, drücke von Toad aus 2, um die Tür zu klopfen. Okay, also einfach nur gucken, wo der Toad ist und dann einfach klopfen und dann FBI oben ab, genau. Einfach FBI oben ab. So, okay, also der geht auf alle Fälle runter. In einem blauen Haus vor dem Teich. Okay, blaues Haus vor dem Teich. Ah, ich sehe hier ein blaues Haus. Vielleicht ist auf dem Teich davor. Digga, die gehen jetzt endlich ernsthaft im roten Haus rein. Das ist ein blaues Haus, aber ohne Teich. Oh, scheiße, ich glaube, ich soll noch weiter runtergehen. Da ist ein Teich, aber leider kein blaues Haus. Wo ist das blaue? Ne, warte, da runter ist er gegangen. Da war er. Ja, genau, der ist hier runtergegangen. Genau, hier ist das Teich. Nice, da müsste er sein. Yay, let's go. Oh, FBI, open up. Finanzamt ist da. Sie haben Steuern hinterzogen. Jetzt entnehmen wir alles, was wir haben. Nee, wait, das ist ein Toad House, kein Yoshi House, finde ich witzig. Was macht ihr zu zweit dort? Oder sogar zu viert jetzt? Alle außer Yoshi. Yoshi wird ausgeschlossen. Hier mir out. Yoshi kann nicht der Finanzamt sein. Weil er ja selber Steuer hinterzieht, ne? So. So, Mario. Auf dem letzten Platz. Ganz gechillt. Würfel eine 5. Mal gucken, was er vorhat. Okay, er will ein Minispiel. Alle gegen Mario. Okay, Minispiel, I take it. Minispiele sind an sich immer super. Nichts läuft rund. Oh, das wird CPUs. Hinterziehen sie Steuern? So, oh, das könnte mit CPU knifflig sein. Aber ich glaube, Mario ist sogar leicht eingestellt als Shy Guy. Also könnte es sogar hinhauen. Folge die Vorgabe auf dem Bildschirm, bringe ein verrücktes Vehikel auf dem Ziel. Ein sehr verrücktes Vehikel. Genau, Mario hat nur Steuerkreuz und wir 1 und 2. So. Wir steuern jetzt hier Mario und Yoshi, I guess. I mean, es gibt ja das Meme, dass Yoshi mal steuert hinterziehen. Oh, 1, 2. Okay, wir müssen 2 drücken. 1, 2. 2. Mann, Shy Guy. Keck. 1. 1. Oh, geschafft. Let's go. Ja, gut, wenn man nur gegen Bot spielt, ist sogar easy. Weil du kannst alleine ein bisschen carryen, wenn du nur ein bisschen schneller bist. So, wir bauen den Vorsprung von Mario ein bisschen auf. Also zumindest zu Mario ein bisschen auf. Er kriegt dann eh Unterstützung, also von daher. So. Shy Guy würfelt eine 1. Das bedeutet... Unglück. Nee. Nee. Da bekommt was. Tausche Würfel mit dem Mitspieler. I mean... Okay, er hat so oder so einen Würfel von mir... Ich habe 1 bis 10 bekommen. I take it. I mean, ist er dumm? Er hätte eine 50%ige Chance gehabt, dass er keinen Würfel bekommen hätte. Ja, das war voll dumm. Jetzt kriege ich auf alle Fälle Minussterne. Bro, er hatte eine 50%ige Chance gehabt, dass er keine... Dass er nichts bekommt. Okay, ja, den 1 bis 10 nehme ich auf alle Fälle nicht her. Ich versuche eine 1 oder eine 2 zu würfeln. Boah, jetzt den 1, 2, 3 Würfel hätte ich hier brauchen können. Ja, jetzt kriege ich natürlich eine 6.
Ba-ba-ba-ba-bam. Minus 5. Nochmal minus 5. Und dann nochmal zurück. Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass ich jetzt niedrig werfe. Nicht, dass ich jetzt komplett minus mache, Alter. Okay, jetzt wird's ein bisschen knapper. Mario kriegt einen langsamen Würfel. Spielführer Toad, ich habe auch Geschenke. Willst du viele Geschenke von mir? Ja, nee, so. Ich bin glücklich, so. Ich brauche nicht so viele. So, 2 Bowserfelder. So, ein Feld nach vorne bewegen, damit ich mich dann wieder zurückbewegen kann und dann wahrscheinlich nochmal die ganz wenig Sterne verliere. Kann das sein? Bitte niedrig. Okay, ich glaube, sie sind niedrig, aber trotzdem mache ich 5 Minus. Und jetzt kriegen die alle Plus, oder? Ach, leckt's mich. Digga, ich habe 15 Minus, nur um mein eigenes zu landen. Ah, oh, Scheigei, du Knecht. Und so wie ich den Luck kenne, wird Scheigei doch Spielführer? Oh, Scheigei könnte jetzt Minus bekommen. Scheigei könnte jetzt Fett Minus bekommen. Sü. Gönn ich ihn aber. Gönn ich ihn. Hä? Warum just denn nicht ein 2-3 Würfel? Oder will er unbedingt Spielführer werden? Hä? Und die CPU. Ich verstehe die KI von den CPUs nicht. Also, I don't know, was sie vorhaben. Okay, wer wird Spielführer? Ich! Let's go! Okay, Luck ist ein bisschen auf meiner Seite. Gefällt mir. Ich könnte jetzt einen auf CPU machen. Nee, Spaß. Den 1 bis 10 nehme ich mir natürlich da auf. So. Spielführereignis mit mir! Guys? Nein, das gleiche wird vorhin nur ein bisschen spannender. Ich nehme den 1-2-3 Würfel, da bin ich erstmal sicherer. Und Würfel eine 1, das ist schon mal schlecht. Aber kann es dann mit den anderen Würfeln ausgleichen? Okay, Scheiger Würfel 2. Okay, Scheiger verliert mir nicht Sterne, das ist gut. Yoshi rettet sich mit einer 3. Mario würfelt eine 1. Okay. Okay, Scheiger verliert bis jetzt noch was. Sehr schön. Deswegen, die Spielführer haben ja richtig Pech jetzt keiner, ne? So, dann nehme ich die 4, 5, 6 Würfel, damit ich zumindest sicher bin. Boah, jetzt eine 6 ist ja huge. Okay, 5, take it. I take it. Okay, Scheiger eine 6. 4, 6, okay, der kriegt, verliert trotzdem noch was, aber könnte mit 5 Mini-Sterne nach oben gelangen. Yoshi mit 5 verliert auch was. Mario mit einer 6 müsste rüberkommen. Ja. Okay. Scheiger und Yoshi verlieren was? Ja gut, Scheiger und Yoshi haben es eigentlich fast geschafft. Mario auch. Jetzt ist es so spannend, ob ich es schaffe. Es ist eigentlich eine 50-50-Chance. Komm, wir werfen mindestens 4. Komm schon. Ja, let's go. Nice, 15 Mini-Sterne. Das heißt, ich krieg die, was ich vorhin verloren habe, wieder zurück. Sehr schön. So muss es sein. So, Scheiger würfelt auch eine 5. Währenddessen war ich eine Spezi auch, währenddessen die anderen würfeln. Denn ja, jetzt, da ich keine Halsschmerzen habe, kann ich Spezi trinken. Das ist geil. Ich hab's vermisst. Okay. Yoshi und Mario haben es nicht geschafft. Nur Scheiger und ich. Okay, Scheiger ist Laser. Gut, er hat nur 5 bekommen und ich 15. Wenn wir meinen Vorsprung wieder aufbauen. Scheiger ist jetzt Zeit mit Mario. Ja, und Yoshi und Mario haben nichts bekommen. Die hatten weder meinen Würfellack gehabt. So, Scheiger. 1 bis 3 Würfel. Okay, der hat auf alle Fälle keinen Bock auf Bowserfeld. Sondern auf dem Kampfminispiel. Take it.
Okay, der Hammerbruder mit 3 Ministernen. So, und natürlich wählt Mario ein Glücksspiel aus. Klar. Wähle eine Angelroute und hoffe, ein Cheep-Cheep zu angeln. Wenn du ein Iglu erwischst, schaltest du aus. Halte wie für die waagrechte Gesteuerkreuz, um dich zu bewegen. Wenn du für eine Angelroute schießt, gibt es 2, um sie auszuwählen. Ja, also mit dem Glücksspiel. Yippie. Wer fängt an? Natürlich ich. Okay. Ich würde mal sagen, ich gehe mal auf die goldene Mitte und ziehe einen Cheep-Cheep. Let's go. Ja, der Vorteil ist, am Anfang, du hast zumindest eine 50-50-Chance, aber wenn du rausfliegst, bist du ein Letzter. Okay, Yoshi ist auch weiter mit einem Cheep-Cheep. Tiger hat nie Glück, das heißt, er ist raus. So, wenn Mario jetzt auch raus ist, dann haben wir wenigstens keinen Verlust. Und? Okay, er hat einen Cheep-Cheep. Okay, gut, wir können nicht letzter werden. So. Ich nehme mal hier wieder die Mitte. Und wieder Cheep-Cheep, let's go. Glück steht auf meiner Seite bis jetzt. Ich glaube, es ist bis jetzt. Ich glaube, nur ein oder zwei Cheep-Cheeps haben wir noch. Und was angelst du? Okay, auch einen Cheep-Cheep. Ja, wenn Mario eigentlich kein Cheep-Cheep angelt, dann müssten wir es eigentlich schaffen. Ich glaube, das sind alles 3 Igloks. Willst du dich verarschen? Das sind doch alles 3 Igloks. Oder ist noch ein Cheep? Da ist noch ein Cheep-Cheep. Okay, dann sind es wahrscheinlich mehr Cheep-Cheeps. Aber komm, die restlichen 2 sind Igloks. Komm. Okay, Yoshi ist raus. Und komm. Jetzt auch noch Mario raus. Ja, let's go. Wir haben ein Glücksspiel gewonnen. Nice. Let's go. Okay, Scheiger und Yoshi mit Verlust, Mario und ich mit dem Gewinn. Sehr schön. Nice, Kork. So, das heißt, wir bauen unser Vorsprung noch ein bisschen mehr auf. Scheiger ist jetzt auf dem letzten Platz. Nice, Kork. Einfach bei Zelda, BOTW oder TOTK. Einfach nice, Kork. Nice, Kork, Bro. Okay, ein Glückstreffer. Nice, Greg. Greg. So. Yoshi kriegt erstmal 3 Ministerne. Greg. So, hier könnte der 1 bis 10 Würfel sehr nützlich sein, wenn wir dran kommen. Aber ja, Mario wird safe sein Langsam verwenden. Mario wird 100% sein Langsam verwenden. Okay, Yoshi hat nichts bekommen. Also, ja. Zumindest hier auf der Sterne ist ja nichts. Aber den 1, 2, 3 Würfel. So, Mario. Ja, der würfelt eine 4, oder? Oder nee, war der 3. Ja, okay. Er will unbedingt die 10 haben, aber sei ihn auch gegönnt. Denn dann gehe ich mit einem 1 bis 10 Würfel und könnte dann den Spielführerbonus bekommen. Wenn ich den Spielführerbonus habe, müsste ich eigentlich schon gewonnen haben. So, Mario snackt sich die Sterne. Ja, wir seien auch gegönnt. Macht den kleinen Comeback von letzter auf zweiter Platz. So, und jetzt bin ich dran. Boah, wie ich würfel der 3. Wie ich würfel der 3 oder 4. Alles andere ist fein. Ja, der 5, perfekt. So, also eigentlich müssen wir die Party gewonnen haben. Weil Scheiger, der nicht gewinnen kann, ist letzter. Also selbst wenn Yoshi oder Mario gewinnt, beziehungsweise ja Mario, dann haben wir trotzdem mitgewonnen. Aber ich glaube, der Sieg müsste unser sein. Seid ihr auch schon da? Ihr lässt ja gefälligst eure Gegengriffe von meinen Ministern. Mein monströser Schergeblooper wird euch alle besiegen. Das werden wir schon sehen.
Ja, den haben wir schon gespielt. Blubber müssen wir einfach nur abschießen. Ja, der war auch geil. Du musst halt abschießen und am Ende schmeißt er auch noch diese Igloks. Die musst du halt immer, wenn sie auf dich gehen, halt draufschießen, damit sie auf jemand anderen gezielt werden. Ist ziemlich cool. Am Anfang ist er easy. Ich schieb ein bisschen. Bro, wir haben nichts gemacht. Das geht ja schnell. Darfst du auch nicht den Endlag vergessen? Vielleicht kümmern wir mal um die Igloks. Nice. Habt ihr auch weglenken können? Was super wichtig war. Oh, letzte Sekunde noch den Igluck weggenockt. Okay, Mario mit dem Siegestreffer. Und wir sind Erster. Nice. Die Musik ist geil. Und wir haben den Boss gefühlt gespeedrunnt. Wir haben halt wirklich den Boss einfach gespeedrunnt. So, also ich glaube, wir müssten gewonnen haben. I guess. Ja. Schaut so aus. Ja, ich glaube, die Dinger werden eh nichts bringen, aber trotzdem. Wirf ist da. Könnte, glaube ich, zwischen mir und Scheiger sein, wenn ich mich täusche. Okay, Scheiger. Minispielstars. Entweder ich oder Yoshi. Oh, das bin ich. Let's go. Wir müssen ja dominanter gewinnen, ne? Schleichstar, der am niedrigsten gewürfelt hat. Das bin, glaube ich, ich nicht. Mario, okay, habe ich mir schon gedacht. So, wer könnte der Superstar sein? Also die Runde war mir an sich ein bisschen dominant. So. Letzter ist Shy Guy. Das heißt, wir sind auf alle Fälle weiter. Yoshi auf den dritten Platz. Und Mario, wenn er Comeback gemacht hat, ist er nur Zweiter. Und wir haben mit 79 Minischeren gewonnen. Let's go. Nur noch zwei Maps, dann sind wir durch. Jetzt gibt es ja auch noch eine Bonus-Map. Und ich würde mal sagen, dass wir schon mit einem kleinen Abstand, kleinen knappen Abstand gewonnen haben, I guess. Es war auf alle Fälle knapp. Ja, also sieht man hier am Graph. Sehr spannend, sehr knapp. Auf alle Fälle eine knappe Runde. So. 79, also die zweitwenigsten sogar. Nächste Welt. Und die nächste Welt ist, by the way, meine Lieblingswelt. Und zwar die wundervolle Magma-Mine. Und mein N4, was geht? Willkommen im Stream. Die habe ich jetzt Bock auf Spezi. Bro, Alter, weißt du, wie geil es ist, jetzt wieder meine Spezi zu trinken? Ich konnte gestern den ganzen Tag keine trinken. Grrr, Toad fängt an, mir auf die Hörner zu gehen. Papa, es kommt doch schlimmer. Oh, was? Das ist doch einfach unmöglich. Sie sind jetzt am Vulkan. Bestimmt wollen sie dort auch die Mini-Sterne befreien. Vulkan, wo unsere schönen Loren immer von der ganzen Mappe ruiniert werden? Das ist die Magma-Mine. Ich habe sie bisher zu leicht gemacht. Jetzt fange ich richtig gemein Scherge auf. Oh, ist schade, erst jetzt. Ich präsentiere euch die streitwichtigen Spike und die kampflustigen Kettenhund. Das gibt ein Spektakel. Spike, Kettenhund, ab mit euch. Verdient euer Geld. Mann, jeder weiß doch, dass es Magikamek heißt und nicht Cooper, du Huren. Toadkamek und Shy Guy sind am Vulkan angekommen. Schade. Puh, es ist hier heiß. Bestimmt gibt es auf dieses Berg eine Menge Mini-Sterne. Das mag man sehen aus, es könnte sehr Zeit steigen. Ja, aber besser beim Sammeln der Mini-Sterne. Bro, ich glaube, ich weiß nicht, wo es wärmer ist. Hier, hier in dem Magma-Vulkan oder bei mir auf meiner Wohnung? Cooper-Magie. Bruder,
Magie! Komm, die Wiesel, so retten wir sie Mauser Schergen besiegen. Es heißt, dass Mauser Schergen dieser Welt die stärksten seines Gefolgen sind. Seid ihr wirklich bereit? Ich weiß, du bist stärker als sie alle zusammen tot. Der Spieler mit dem meisten Wiesel wird zu Super Saiyan gehört. Viel Glück! Kamek und Scheiger spielen für Bowser. Wenn für die Gewinn steht, alle Ministerien, du wirst die Welt erneut spielen, darfst du nicht zulassen. Das heißt, wir müssen jetzt gewinnen, wir haben jetzt keinen Backup. Soll ich das dir die Welt erzählen? Ja, bitte. In der Magma-Mine führt dich Jagd nach Ministerien durch einen brüllenden Vulkan. Wenn der Vulkan erwacht, steigt das Magma um 2 Felder. Wenn dich das Magma erreicht, wird der Spielführer bisseliert so die Hälfte deiner Ministerien. Hol dir eine Ministerien in der Magma-Mine. Am Bowser's Tor sind viele und auf der Burg. So, wir starten auf dem ersten Platz. Let's go. Toad erster, Shire zweiter, Kamek dritter. Der Vulkan erwacht der Vulkan, lol. So, by the way, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist meine Lieblingsmap. Ich habe Vulkan, beziehungsweise Magma-Mine, ich wollte schon Vulkan-Groll sagen, falsches Spiel. die Magma-Mine immer geliebt. Also immer, wenn ich eine normale Party gemacht habe, ich habe immer die Magma-Mine gewählt, weil ich finde sie einfach nur peak. Ich liebe es alleine mit dem Magma, also generell, dass du halt den Pressure hast vor dem Magma und dann auch noch die ganze Alternativrouten und so, also das ist richtig geil gemacht. So, alle haben Ministerien außer ich. Oh, kam ich sogar zweifach. Map ist Top 3 mindestens. Ja, also wie gesagt, beides Favorite. So. Ich will auf alle Fälle. Ich will auf alle Fälle hier, weil da habe ich zumindest auch Chance auf Mini-Sterne. Oh, okay. Wir nehmen Scheiger, das ist der einzige, der links gewählt hat. Ja, weil er wahrscheinlich weiß, dass ich hier würfle. Und dann wahrscheinlich die Minussterne bekomme, auch wenn es eh egal ist, weil ich keine Minussterne habe. Wow. Vielleicht würfelt er 1 oder 2 oder eine 3. Wäre schön. Oder eine 4 von mir aus. Na, nee, eine 5. Ja, okay, Minussterne jucken mich halt eher weniger. Oh, nee, Alter, die kriegen jetzt schon 10. Aber ich krieg einen Würfel. Und das ist der 1, 2, 3 Würfel. Der ist hier eher ein bisschen nutzlos. Scheiße, es hängt schon gar nicht gut an. Okay, Zufall. Ja, er bekommt einer der besten Würfel für diese Map, 4 von 6. So, Kamek wird safe 3 würfeln. Fängt schon gut an. So, aber ich hoffe mal, dass er vom Magma erwischt wird. Oh, das Loan-Game. Das Loan-Game, das ist cool. Erklär mal die Regeln. Die Spieler würfeln, dann werden entlang der Strecke Ministerne gesammelt. Je weiter du bewegst, desto mehr Ministerne kannst du erholen. Aber wenn du es übertreibst, abgrund stürzt, verlierst du sie wieder alle. Sammelt der Spielführer den letzten Ministern ein, fällt in den Abgrund oder hört auf. So ist es eigentlich auch für alle anderen zu Ende. Genau, der Spielführer kann auch entscheiden, wie lange wir würfeln. Das heißt, für ihn ist natürlich praktisch, wenn wir niedrig würfeln. Oder wenn er zumindest niedrig würfelt. Weil ja, wir können ja Ministerne sammeln und der Spielführer entscheidet quasi, wann wir aufhören. Also wenn wir halt kurz vorm Ende sind. Beziehungsweise wenn er zumindest kurz vorm Ende ist. Und dann können wir entscheiden, so, yo, willst du weiter würfeln oder willst du Risiko einnehmen, dass die anderen halt die Ministerne verlieren. So, bis jetzt würfeln wir aber niedrig, das ist sogar keiner gut. Weil ich bin ehrlich, ich will zumindest ein paar Ministerne sicherheitshalber holen. Und hoffe, dass Kamek und Scheiger welche verlieren. Einen kriege ich schon mal safe. Okay. Jetzt die Frage, will Kamek weitermachen? Es soll aufhören. Okay, will aufhören. Gut, das heißt, wir haben alle 3. Ist okay.
So, ich könnte endlich mal Billigsterne bekommen, aber wenn ich mein Pech kenne, werde ich es wahrscheinlich nicht bekommen. Doch, ich werde es bekommen, sogar mit Zufall. Beziehungsweise mit dem Ereignis. Oh, zwei Platz. Oh, das ist böse. Wer da drüber fährt, verliert die Hälfte der Billigsterne. Das sieht sehr scheiße aus gerade bei dir, hä? Und Kavik hat 0 bis 1 Würfel. Okay. Gut, das Lava ist weg. Sag mir nicht, da. Jetzt sag mir nicht, dass Kamek. Bro, wie fucking OP ist er? Ja, ist okay. Gehst halt nochmal zurück. Komm, der Würfel da hoch. Hinten. Ja, nochmal 2. Klar. Hat er eh gefühlt keine Mini-Sterne. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass das Game ihn erwischt mit Lava. So, ein Minispiel. Oh. Und natürlich kommt er mit dem Glücksspiel. Macht das auch mit dem 1, 2, 3 Würfel. Deswegen ist halt, ich könnte, stimmt. Stimmt. Was mache ich dann? Weil sie sagt, ich könnte auch Spielführer werden, aber wisst ihr was? Fick auf Spielführer, Alter. Ich schaff's glaube ich sowieso nicht. Ich mach's wirklich mit 1, 2, 3 Würfel. Arschlecken. Vielleicht lande ich sogar noch auf Ereignisfeld und dann, keine Ahnung, werden sie schön gebrutzelt. Ja, nehmen wir mal den hier. Und es schaut schlecht aus, wir sind letzter. Scheiß auf Spielführer und Top. Schade. Komm, Kamek, werde ich weggenockt. Ich gönn's Scheiger mehr als Kamek, bin ich ehrlich. Natürlich wird Kamek Erster. Bro, der kriegt alles auf den Arsch geschoben bis jetzt. Oh, das ist so eine Runde. Yay. Aber hey, wenn wir letzter sind, kriegen wir am Ende noch einen Bonus, ne? Okay, mit Scheiger sind wir jetzt Zweiter. So. Ja, oh, wisst ihr was? Was kam? Jo, wenn ich die 3 Würfel leg, dann verliert Scheiger zumindest ein bisschen was. Mir egal, was ich würfle. Win-win für mich. Ja, kriegst sogar einen Würfel, ist auch nice. Ja, die ist wirklich rigged. Okay, Würfel. Let's go. Langsamer Würfel. Das Spiel gönnt. Jetzt ist Scheiger zurück. Ja, Scheiger zieht mir den eh ab. Nee, hear me out. Kamek zieht den ab. Jetzt kommt der Zufall. Ah, nee, doch nicht. Ein Minispiel. Okay, mal gucken, ob wir überhaupt mal hochkommen. Wäre nice. Okay, wir spielen wieder die mit den Krüge. Krüge-Minigame. Das haben wir schon, glaube ich, 2-mal gehabt. Deswegen gehen wir einfach mal durch. So. Magie, Cooper. Das Kochgame, schade. Okay, das hat Kreise. Okay, sie haben sehr spät gewählt. Ja, es muss der hier sein. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Aber okay, ich führe noch. Nice. Nächste Runde. Ja, das habe ich sofort gesehen. Das sind die Sternchen. Warum haben die so lange überlegt? I don't know. Okay, und Kavik ist letzter. Gut, gut. Ich erster, Kavik letzter. So muss das sein. Okay, wir müssen das mal ein bisschen aufholen. Nice.
Okay, ich bin jetzt sogar noch vor Scheigeil. Der Vorsprung wird ein bisschen kleiner, aber ja, jetzt hol ich Kabel. Hier miaut, der geht jetzt wieder zurück. Finde ich witzig. Ich weiß nicht, ob ich langsam Würfel verschwenden soll, um Spielführer zu werden. Ich vertraue das Game. Immerhin. Bosskampf. Das ist sogar der Boss, den ich eher kann. Und zwar Spike. Und Kamek, Alter, ich schmeiß dich gleich aus dem Wagen, wenn die Lava nach oben steigt. Ich sag's dir so, wie es ist. Sei schnell und schnapp dir einen Hammer, um den Steinkugel zu gehen. Der goldene Hammer ist 3 Punkte der normale einen Punkt wert. Erste bedeutet Punkte Abzug. Halt die Bewegung senkrecht, zeige schnell auf den Hammer und drücke A, um die Schild zu schnappen. Pass auf, dass du nicht versehen. Einen Ast erwischt. Kann mich erst nach Nordkorea schicken. Nee, erst mal verbrennen lassen hier in der Lava. Das hat er verdient. So. Also, es ist kein Reaktionsgame. Ja, scheiße, er hat natürlich einen goldenen. Ich nehme natürlich sicherheitshalber immer einen normalen Hammer zuerst. Nicht, dass er mir weggeklaut wird. Ja, jetzt habe ich den goldenen. Bam! Ja, okay, den goldenen habe ich nicht. Kabel hat einen Ast, ich habe dafür nur einen normalen, das geht ja auch noch voll fit. Mann, das heißt doch hier, ist Magi Koopa. So, Lava geht hoch. Also wir haben jetzt weniger Reaktionszeit. Und mehr Äste. Yo, Goldener, let's go. Huge. Huge, 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 huge. So, den letzten Schlag müssen wir holen. Wieder Goldener, let's go. Und die haben alle den Ast. Ja, let's go. Ja, ich mag diesen Boss. Der ist wirklich cool. Weil er ist halt wirklich komplett auf Reaktion bestimmt, ne? Und auch ein bisschen strategisch auch. Sehr schön. Immerhin. Gleicht's ein bisschen aus. Gleich den Betrug von vorhin aus. Ich meine, ich habe 12 vorhin verloren, 15 jetzt gemacht, also sogar plus 3. Immerhin. Immerhin war Scheigeil. Aber Kabels Vorsprung ist gottlos. Scheigeil, hast du Bock mit mir zu teamen? Gegen Kabek? Ich weiß, du arbeitest mit dem kleinen Ding, Kabek, aber hier wie out. Kriegst die Hälfte halt mit die Sterne von mir dann am Ende, ne? Wie gesagt, bleib unter uns, ne? Geheime Allianz. Das Magma steigt. Magma wird ab jetzt jeden Zug 2 Felder steigen. Wenn Spielfahrer für den Magma erreicht wird, verlierst du die Hälfte, dann wird die Sterne. Die rote Linie ist die Magma-Linie. Sie zeigt, wie hoch das Magma am Ende des Zuges steigen wird. Beeinflusst die Linie gut im Auge. Wenn der Zug allerdings auf dem Magma fällt, endet, steigt das Magma noch höher als die Magma-Linie. Ja, genau, das sind diese roten Felder da. Und, okay, Scheiger würfelt eine 2. Der entkommt an sich so oder so. Den Magma aber würfelt noch den Weiterfeld. Das heißt, müsste an sich alles fein sein. Jetzt könnte man Kamek voll griefen. Ja. Und ich versuche das vor allem mit dem langsamen Würfel. Weil es gibt eine Möglichkeit, wie man andere griefen kann. Und das versuche ich keiner.
Okay, Scheiger bekommt nur einen Ministern. Er will versuchen, mich aufzuholen. Ist ein bisschen heller. So. Er macht Wario nach, yes. Weiß schon genau deinen Plan. Später wird die Map eh noch spannender. Aber so wie ich mein Glück kenne. Plus 2 wird mich eher bumsen. Deswegen gehe ich die andere Richtung. Okay, Scheiger geht sogar auch auf links. Gut. Ja, Scheiger arbeitet keiner zusammen. Wahrscheinlich, weil er auch von Kavik die Mittelsterne knöpfen will. Ruinen Hemi Demi. Okay. Müssen wir ihn einsacken, oder? So spielt er die Erde-Spieler um die Knochen trocken. Um zu gewinnen, muss er alle erwischen. Mhm. Okay, der Solo-Spieler neigt einfach. Und wir müssen einfach nur Steuerkreuz. Okay, wir müssen einfach nur ausweichen. Okay. Boah, ich glaube, die Knochen behindern uns aber noch keinen da. Oh ja. Mann, Scheigei, Body blockt mich nicht. Boah, ich hasse jetzt schon den Knochen trocken. Komm, Scheigei, du schaffst es. 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 Nein. Er muss auch die Knochen trocken besiegen. Komm, Knochen trocken. Komm. Ja, ja, komm, 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 komm. Ja, let's go. Nun moin Kizaru, was geht? Willkommen im Stream, wie geht's dir stets? Bro, Knochen trocken weh, Alter! Knochen trocken weh! Weh an den Knochen trocken, let's go! Der hat gecarried, der ist MVP! Ja, mir geht's auch ganz gut. Our Goat, yes! Our Goat! Oh, das Ding ist halt, wir haben eine 50-50 Chance, dass die Magma entweder höher steckt oder wir einen Würfel bekommen. Und der Magma steckt höher. Ja, das ist aber noch harmlos. Machen wir ein bisschen spannender, ne? Das Haas kriegt. Ja, bei mir geht's wieder fein. Ich war gestern halt krank, aber heute geht's mir wieder ganz gut. Also alles fein. Welches Mario Party ist mein Favorit? Sogar der hier, Mario Party 9. Ja, ich mag Mario Party 9 sehr. Okay. Scheigei, mit Scheigei. Okay, let's go. Scheigei, wir zerstören Bowser Jr. Wir brauchen die Mini-Sterne. Ballon platzen Junior. Okay, das ist easy. Nutze die Wippe, um deinen Mitspieler um die Luft zu schleudern und die Ballons von Bowser Jr. zu Platze zu bringen. Halt die Wippe in ihrem waagerechten Plus, um dich zu bewegen. Zwar auf die Wippe zu springen. Spieler auf der Wippe kannst du durchdrücken von Steuerkreuz seitwärts steuern. Also wie gesagt, 9er ist mein Favorite, aber Close Second ist bei mir sogar der DS-Teil. Nice. Komm schon. Oh, komm, Scheiger, das haben wir. Gut, Bonus-Time. Jetzt müssen wir Bowser Jr. treffen. Bam, let's go. Ja, aber dieses Minigame ist auch free. Das ist ja wirklich komplett free. Mir ist mehr so 5 oder so, die Eltern haben mehr Schaden mit den Items und so. Ja, die Gamecube-Dinger sind auch ganz gut. Aber keine Ahnung, irgendwie 9 spricht mich am meisten an irgendwie so. I don't know. 9 spricht mich irgendwie am meisten an. So, keine Ahnung, ich finde dieses System... Also ich mag auch die Stern- und Mützen-System so. Aber was sie vor allem bei den anderen Mario Partys, also zumindest bei, ich sag mal, die spätere Teile halt eher abgefuckt hat, war, dass es halt ein bisschen langweilig war, weil es immer dasselbe System war. Und deswegen mochte ich auch 9, einfach weil es ein komplett anderes System war. Aber to be honest, ich mag auch nur 9 von den ND Cube Mario Partys und halt Superstars. Alle anderen mag ich nicht. Also zumindest Mario Party 10,
Mario Party 10 beispielsweise habe ich Ass empfunden, also das mochte ich gar nicht. Hast du schon mal Mario Party 8 gespielt? So verdammt goated. Ich habe zumindest diese eine Map da gespielt mit dem Hotel und das war goated, ja. Das mit dem Hotel-Map war gut. Aber alles andere habe ich nicht so ganz geil. Also ich habe auch andere Maps gezockt, die habe ich nicht so gefühlt. Und die Minigames habe ich nicht so gefühlt. Also zumindest nicht so wie ein Neuner. Zumindest. Aber diese eine Map da mit dem Hotel, das war geil. Okay, dieses Spiel haben wir schon zweimal gehabt, deswegen einfach los geht's. Einfach rein in die Olga. Oh, jetzt kräftig schütteln! Kräftig schütteln! Ah, let's go. Puh. Ich habe gesetzt, dann let's go. Da ist er Minus gemacht, wenn deshalb wir Plus gemacht. Sehr schön. Langsam holen wir ein bisschen auf. Boah, wenn jetzt Kamek Magma erwischt, ne? Kannst du so gut wie dir, dann soll das Vieh sein. Ich hoffe es mal. So. Oh, jetzt bin sogar ich dran. Huch. Okay, ich werfe eine 5. Ich hab einen Plan und er ist böse. Ich hab einen Plan und der ist böse. Und Kamek hat denselben Plan. So, erstmal 3 Ministerne. Nochmal 3 Ministerne. So, plus 2. Machen wir es mal hier ein bisschen spannender mit dem Magma. So. Jetzt schei ein bisschen Fakt. Okay, der würfelt. Jo, es hat mit. Nein, es hat Shy Guy erwischt. Schade. Es hat Shy Guy erwischt. Schade. Aber. Wenn Kamek nochmal drauf landet. Bro. 1, 2, 3 oder 4 und er verpackt. Ja! Let's go! Kamek ist gefickt! Let's go! Ja! Jetzt erwischst du mal das Lava! Minus 34! So muss das sein! Oh, jetzt kommt das Schöne! 2, 3, 4, 5, 6. So, dann snack ich nochmal die Mini-Sterne und noch ein Minispiel, because why not? Minispiele sind immer super. Und sogar nur ein 1v2. Nice. So, ich hab die beiden, hatten wir schon Schemobiljagd gehabt, aber Rugby-Remplerei hatten wir nicht gehabt. Oh, ich mag irgendwie alle drei nicht so. Sucht ihr mal einen aus. Ich mag irgendwie alle drei nicht. Was würdet ihr nehmen? Rugby-Remperei, Schneemobiljagd oder Wegelagerei? Linz, bitte. So, du meinst links, links, bitte. Komm, weil Yoshi alles ausgewählt hat und Bartu links meinst. Zumindest meine, hoffe ich mal, dass du mit Linz links meinst. Nehmen wir mal Rugby. Hatten wir auf alle Fälle noch nicht gehabt. So, der Spieler muss die Erdlinie erreichen und bei anderen Spielern ausweichen. Eine wie da, ich drücke Plus, um dich zu bewegen. Und zwar, um zu sprinten. Wie oft du sprinten kannst, siehst du im Sprint-Symbol-Leiste. Alles klar. Ja, alles gut, alles gut. Na, wie gesagt, Joshua hat die letzten zwei Minigames schon ausgewählt. Dann machen wir mal dein Minigame, wie du sagst, da links. Also, ja. Kann ich mal sprinten? Na, come on. Ich dachte, ich kann mein Sprint-Dings aufladen. Aber gut, da habe ich es gewastet. Ja, jetzt haben die den 2 Bestände zurück. Bro, ich dachte, man hätte es öfters. Oder man könnte es ja aufladen, wenn man ein bisschen länger überlebt. Aber nö, du hast 2-mal im gesamten Dings. Alles Bartos Schuld. Er wollte es. Richtig, Bartos Schuld. Naja, dann wird's halt spannender, ne? Bowser! Shy Guy, oder?
Okay, Scheiger. Scheiger ist aber letzter, das heißt, ihr könnt sogar Unterstützung bekommen von Bowser. Wir kriegen verkehrte Welt! Das erste Mal! Let's go! Hat jetzt 4 Sekunden. Aktualisier mal, vielleicht wird es da besser. Können wir bei mir gucken. Ja, bei mir ist es nicht so hoch. So, der letzte Platz bekommt 10 Minispielsterne. Das heißt, wir müssen das Minispiel verlieren. Und wir haben Steinblockschlag. Lass dich als erster von dem Steinblock treffen. Stahlkreuz und 2. Okay, alle Suizidgedanken rauslassen. Wir müssen verlieren. Schlechte Note geschrieben. Freundin hat verlassen. Okay, wer war schneller? Wer war schneller? Yes! Nice! Let's go! Ja, das ist auch ein Grund, warum ich Mario Party 9 liebe. Alleine verkehrte Welt bei Bowser, ne? Dass du ein Spiel verlieren musst, um zu gewinnen. Das ist so geil. Und keine Ahnung, ich liebe einfach die Minispiele in Mario Party 9. Die sind so gut. Die Minispiele carryen das halt. Und ich mag auch keiner die Bretter. Die Bretter und die Bosse, das ist also eine coole Idee. Okay. Ha. Das Ding ist halt, ich bin der Gefickte. Deswegen nehme ich lieber die 5 Ministerne minus im Kauf. Ah, jetzt will Kamekrache an mich schieben. Ich muss hochwürfeln. Mindestens eine 5. Und ich würfel eine 1. Okay, jetzt habe ich auch was verloren. Okay, bin aber nur close second. I take it. Okay, jetzt Scheiger holt jetzt auch ein bisschen auf. Okay, jetzt bin ich sogar letzter. Ja, okay, lass mich letzter sein. Okay, leiser Würfel. Wenn Kamek, würfel der 1. Nein! Das ist der Peak. Nee, das ist ja nicht Peak, weil sonst krieg er langsam Würfel. Ich gönne ihm das nicht. Okay, wir sind jetzt letzter, aber es ist alles sehr knapp. Und wir kriegen die langsam Würfel. Das könnte uns wirklich carry. Ich muss fett scheißen. Alles klar, Sage. Mach Spaß auf dem Klo. Und willkommen im Stream. So, sie will Kamek sehr viele Geschenke. Ja gut, okay, ich sag mal so, solange ich letzter bin, take ich's auch. Aber nichts, hey, willkommen im Stream, wie geht's dir stets? So, Kamek bekommt Würfel, einen 1, 2, 3. Der erste wird es jetzt hier nützlich. Und ein Minispiel. Was ist los, Sage? Was ist los? Oh, ich darf sogar ein Minispiel auswählen. Das haben wir schon mal gehabt. Nehmen wir mal Reaktionskette. Auch wenn ich das Minispiel nicht so gut kann, das hatten wir noch gar nicht gehabt. Rutsche an der Kette hinunter und weiche dabei die starke Kugel aus, wenn es unten ist. Gewinnt. Halt die Video sehr geknallt aus der Richtung, die du bewegen möchtest. Es ist wegen dein Speedrunning. Also, wegen Sage. I don't know. Okay. Ja, das, was ich im Minispiel hasse, ist, manchmal bewegt er sich zweimal. Ja, wie zum Beispiel hier. Ich will wahrscheinlich letzter. Ja, ich will wahrscheinlich letzter. Oder, ja, ganz knapp letzter. Ich hasse es, aber du zuckst es halt so, aber weil du so irgendwie machst, ganz leicht, bewegt er sich immer so, ne? So, ich bin ja auch nicht so ein Fan von den Billy Games. Ich dachte, ich wäre ein bisschen besser, aber ja, gut, dann bin ich halt letzter. Schade. Okay.
Ich hebe mir einen langsamen Würfel noch auf. Weil ich glaube nicht, dass das Game mich so hart jetzt betrügen wird. 3 Ministerne, jetzt bin ich Zweiter. Kampf-Minispiel, okay. Oh, der Feierbruder. Schlösser knacken, das kann ich am besten. Von den drei. Das haben wir schon mal gehabt, aber wie gesagt, ich will es nicht riskieren, dass wir jetzt 10 verlieren. Mann! Oh, Digga! Jetzt will das Game nicht! Hä? Ich bin doch stehen geblieben! Ach komm, Betrug! Digga, Betrug! Hör auf zu drehen! Der dreht immer weiter! Ach komm, leck meinen Arsch, Alter! Hör auf zu drehen! Hör auf zu... Digga, hör auf zu drehen, Mann! Ich sag, wie Spiel ist free, Alter, und dann hört er nicht auf zu drehen! Ja, super. Jetzt haben wir es verkackt. Weil der nicht aufhören wird zu drehen, Alter. Keine Sorge, ich kann hauen, der ist eh gepolstert. Ich kann so sehr hauen draufhauen, wie ich will. Okay. Hä? Ist ja dumm. Ist ja dumm. Bitte verlier die Hälfte. Ja, okay, take it, take it, take it, take it, take it. Ist gleich zumindest dieses Kack-Mini-Game aus. Okay, ich hol ein bisschen auf. Sehr schön. So. Nee, weil Fun Fact, dieses Polster ist sogar dafür da. Weißt du, warum es diese Cover gibt? Für die V-Modes? Weil, die sind dafür da, dass wenn es da auszusehen weghaust, ne, dass sie nicht im Fernseher damit kaputt geht. Deswegen habe ich auch gesagt, dass sie nicht kaputt geht. So, ich mache jetzt richtig taktisch. Und zwar, nehme den langsamen Würfel. Da ich ja eh letzter bin, würfle ich eine 4. Erster bekommt Shy Guy auf definitiv die Minusterne. Und zweitens, da ich letzter bin, werde ich eh von Bowser supportet. Außer er macht natürlich Kampf um die Hälfte der Minusterne. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Palmerpool. Dieses Minispiel entscheidet eigentlich alles. Schnappt ihr die Ringe in den Palmen Zeckenwurf? Rosa Ringe sind 3 Punkte, goldene Ringe ist 5 Punkte wert. Halt die wie für dir waagrecht in der Richtung, in die du schwimmen möchtest. So. Konzentration, das müssen wir auf alle Fälle gewinnen. Das Minispiel ist an sich nicht schwer. Es ist einfach nur neigen. Nur dem Dings. So. Ich nehme den Take erstmal den hier. Mann, Shy Guy. Na, jetzt grabt Shy Guy alle Goldene. Willst du mich verarschen? Bro, Alter, du scheiß fucking Palmer, Alter!
Schmeiß es da, wo der Schallgeil ist! Jetzt gib mir den... Jetzt hat Kamek, Alter! Und okay, wie gesagt, Schallgeil nichts bekommen. Jetzt darf Schallgeil wirklich nichts bekommen. Ja, 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 ja. Schallgeil, bleib nicht wirklich! Jo, jo, jo. Let's go, let's go, let's go. Der Knecht hat leider den Dings bekommen, den normalen. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, 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 komm. Jetzt will ich, jetzt will ich, jetzt will ich, jetzt will ich. Jetzt nochmal einmal Gold. Einmal Gold, dann haben wir es. Dann haben wir es. Komm schon, komm schon. Yes! Wir haben's, wir haben's. Und Kamek ist letzter. Nice. Let's go. Wir haben es. Gut, dass ich bei Bowser gegangen bin. Ach stimmt, und Schalke verliert ja noch 10. Let's go. Ja, wir haben sowas von gewonnen, Alter. Schalke verliert jetzt noch 10. Ja, let's fucking go. So. Wenn wir das jetzt nicht gewonnen haben, da weiß ich auch nicht. Und das ist gut, weil ich mag den Kettenhund-Boss nicht. Scheiß 1 und an, ich brauche keinen besseren Internet eures, ich scheiße, lass mich den Stream anschauen, grrrr. Bato hat Probleme. Okay. Den Hammerbruder. Okay, die Frage ist, wer ist jetzt letzter? Kamek, oder? Ja. Okay, bombige Floßfahrt. Seh es halt, ich habe so das Gefühl, dass Kamek jetzt auf Bowser gehen will und so irgendwie noch mir die Sterne holt. Bleibe so lange wie möglich auf dem Floß. Herr meine Bob-Bobs oder berühre sie, bevor sie, oder berühre sie, bevor sie explodieren, von ihr wegzuschubsen. All die wie für die waagrechte Gestalt konnte sich zu bewegen, zwei zu springen. Dann fliegt die Toad Wii Motion Plus aus dem Fenster jetzt. Okay. Ja, man kann die Bob-Bobs wegkicken. Zum Beispiel hier. Weil ich versuche, mich eher von denen abzuhauen. Da kommen viele. Weil die Bombexplosion, also der Radius ist ja nicht so heftig, aber das Ding ist halt nice. Das Ding ist halt, wenn eine Bombe explodiert und du den kleinen Radius besser fliegst du halt sehr weit. So, sehr schön. Wir haben nochmal ein bisschen aufgeholt. Nice. Okay, jetzt ist Kamek sogar zweiter. Also Bowser wird ihm nichts bringen. Okay, der geht auf einen normalen Würfel. Okay, nice. Bombe ist dein Thema, kennst du ihn aber aus. True, 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 true. Da hast du recht. So. Bosskampf. Seid ihr schon da? Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ihr bis hierhin kommt. Aber wenigstens könnt ihr jetzt mit meinem Milchscherz zurückholen. Jetzt ist Schluss, mein mächtiger Schenke Kettenhund wird euch alle besiegen. Okay. Der Hundi. Achte auf die Schienen und wähle dabei schnell eine Lore, die dich zu einer Kanone bringt. Dollende Kanonen richten 3 Punkte Schaden, Eiserkanonen leider nur eine. Halte wie für die waagrecht. Wähle eine Lore mit Hilfe von Steuerkreuz A, B, 1 oder 2. Ja, ich bin ehrlich, ich bin nicht so ein Fan von diesem Minigame. Weil ich immer verkacke. Ich weiß nicht warum, ich verkacke immer dieses Minigame. Okay. Wir dürfen nicht beim Hundi landen. Warte, Bartu. Okay, B müsste sicher sein. Vor allem, weil ich immer eine Schiene merke und die wird mir dann meistens immer sofort geklaut. Okay, wir haben alle geschafft, nice. Zum Glück spielen wir zu dritt, das heißt nicht so schlimm wie zu viert. Weil zu viert ist dieses Spiel echt Pain. Okay. Oh, jetzt haben wir eine goldene. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Da komme ich ja passend aus dem Look. Yes! Welcome back, Nabo. Okay, Kamek hat die Goldene, ist mir egal. Ich will einfach nur überleben. Für mich ist es einfach nur ein blanker Kampf um Überleben. So. Jetzt wird der Akku. Ja, jetzt haben wir zwei. Loren, die gefährlich sind. Nehmen wir eins. Ich hoffe, die war sicher. Ja, okay, let's go. Jetzt ein Pep-Akku, wenn er die U-Bahn baut. Yes.
und einen Aufzug sehe. Okay, jeder hat einen Punkt. Okay. Ich glaube, ich krieg sogar noch den Siegesbonus. Kann das sein? Na, die hat Scheigein. Okay. Dachte, dass er noch einen mehr takt, aber gut, dann takt er es halt nicht. Ist egal, wir haben eh einen großen Vorsprung. Und das ist gut, weil wie gesagt, ich bin halt nie gut in dem Minigame. Deswegen bin ich keiner wirklich froh, dass wir einen Vorsprung haben. So. Okay, wir machen es ein bisschen spannender. Sehr schön. Weiter geht's. So, also wir müssten es zu 90% gewonnen haben. Neues Blätter, da sieht zarsig aus. Ich habe mitbekommen, also bei den Kids gibt's ein Kid, der hat, glaube ich, eine gute Sub und der andere eine gute Special. Minispielstar müsste ich sein. Wir haben sichtlich schlecht gespielt. Bro, ich bin nicht gut in dem Minigame. Ich bin nicht gut in dem Minigame, Nabu, das weißt du ja. Neue Tenta sieht, Tana sieht OP aus. Mal gucken. Aber Roxy, was geht? Willkommen im Stream. Minusstern als Scheigerl. Und der Zufallsstar. Ich glaube, den hat auch Scheigeil. Der schüchterne Typ. Oh ja, das hat auch der schüchterne Typ. Okay, wir müssen Superstar sein, eigentlich. Also, sie haben nicht, dass sie so krass aufgeholt haben. Manchmal im Look, Nabo. Kabik ist auf alle Fälle raus. Oh, bitte, lass mich gewinnen. Und das nur wegen dem Bowser-Minigame. Nice. Das war aber eine spannende Runde. Not gonna lie. Das war eine spannende Runde. Ja, okay, gut. Wir haben fetten Abstand gehabt. Das haben wir sicher gewonnen. Okay, ja, gut. Das haben wir safe gewonnen, Alter. Also, allein die Kurve sagt schon alles, ne? Es war ultra knapp, holy shit. Also wirklich, ich hatte lange noch nicht so eine knappe Runde gehabt. Die Kurve sagt schon alles. Ich kam ganz da oben, ist dann unten und bei mir einfach wutsch, wutsch, wutsch. Das ist nur wegen dem Bowser-Minigame, dass wir dann so hart gewonnen haben. Oh, stimmt, davor war dieses Kampf für das Spiel, was ich gewählt habe und dann wegen der Wiimote nicht geklappt hat, Alter. Oh, let's go. I take it. Das sind sogar die wenigsten Mini-Sterne bis jetzt. Und wir gehen zur letzten Welt, beziehungsweise letzten Welt im Storyboard. Es gibt noch eine Bonuswelt, die machen wir aber auch. Und zwar Bowsers Raumstation. Papa, rate mal! Wir haben beim Vulkan noch mehr Mini-Sterne verloren! Jetzt reicht's mir, sei verflucht, Toad! Ich hab langsam wirklich genug von dir! Sie sind unterwegs im All, um die letzten Mini-Sterne zu retten! Du meinst mein Geheimverschenk? Bowsers Raumstation? Die SpaceX-Rakete? Da muss ich meine Schergen wohl ins Weltall schicken! Das ist Elon Musk! Moment, Bowsers Raumstation! Genau, Papa! Das heißt, sie kommen hierher. Da muss ich eben persönlich um Toad kümmern. Ich helfe dir, Papa. Toad, Shy Guy, Waluigi und Kamek sind in dieses Bowsers versteckte Welt angekommen. Ihr habt es zwar ja geschafft, aber die Mini-Sterne gehören mir. So sieht's aus. Mit der Macht der Mini-Sterne werde ich alle Zeiten herrschen. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Genau, genau. Das glaubst du wohl selber. Bro, war vorher so ein Spongebob-Synchronsprecher, finde ich witzig. Aber ich könnte so ein bisschen lockeres Training gebrauchen, also komm doch zu mir und versuch mich aufzuhalten. Als ob ihr mein Papa und mich hier besiegen könntet. Ihr Bowser besiegt könnt ihr schnell im Himmel zurückkehren. Das wäre ein harter Kampf, viel Glück.
Spiel mit Weiß wie ich Chef zu Super Shy gehört. Shy Guy und Kamek spielen für Bowser, die gewinnen. Ja, ist halt scheiße, ne? Soll ich was zu der Welt erzählen? Sehr gerne. Und wisst, habe jemanden, der mit uns mitspielt, und zwar Waluigi. Diese Kleider bin ich für die Welt. Jetzt wird das auf Bowser's Raumstation. In der Station befindet sich die Jackpot-Maschine. Wenn das Spiel auf Jackpot Plus fällt, live wird der Jackpot Minispiel hinzugefügt. Wer Jackpot 20 oder mehr Minispiele sind, beginnt ein Minispiel um die Minispiele. Die jeweilige Spielfeuer kann sich die Minispiele auch holen, indem er auf dem Jackpot-Feld landet. Finde ich witzig. Luigi war, finde ich witzig. Okay, wer fängt an? Okay, wir sind Vorletzter, okay? War Luigi ist aber Erster. Wie gesagt, ich versuche mit Waluigi zusammenzuarbeiten, denn wie gesagt, wenn er gewinnt, haben wir ja auch mitgewonnen. Also es ist quasi 50-50 Chance. Und er fängt sogar an. Und würfelte 3. Bekommt einen Würfel und Kamek bekommt die ersten 5 Sterne. Ein 1, 2, 3 Würfel. An diesem Brett gibt es sehr viele Ministerne, beziehungsweise auch sehr viele Möglichkeiten, um Ministerne zu bekommen. Sieht man hier keiner eh. Oh, natürlich auch noch ein Glückstreffer, weil Kamek hat wieder den Anfangslack. So wie vorhin im letzten Brett. Okay, er hat sogar das zwei Beste gepickt. 3 Sterne und 4, 5, 6 Würfel. Gut. So. Eine 3 Würfel wäre super. Da könnten wir Spielführer werden. Ah, natürlich Würfel der 2. Ah, scheiße, aber wir bekommen die 5 Sterne. Das ist schon mal super. Das heißt, ich werde den Arsch schieben wie die ersten 2 Runden. Ja. 0 bis 1. Oh, okay. Könnte auch sehr nützlich sein. Das hat leider Krieg Ink und Hitbox Nerf. Boah, werden wir mal sehen, I guess. Wie gesagt, die Season wird mir eh größtenteils egal sein, denn ich werde sie eh ein bisschen seltener spielen. Also generell, ich werde Splatoon 3 ein bisschen seltener spielen. Zumindest ab nächster Season. Ich werde auch wahrscheinlich eine Pause machen, bis die nächste Season kommt. Einfach, damit ich an sich ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Lust bekomme auf das Game. Und ja, da wir jetzt eh Paper Mario 2 dann auch haben, ne, setze ich halt die Priorität mal ein bisschen anders. Herzchen Deck. Jeder Spieler würfelt einmal mit dem Herzwürfel, danach ist der Spielführer an der Reihe und würfelt 3-mal. Wenn ein Spieler und Spielführer Herz dieselbe Farbe haben, erhält einer von den 2 Ministerne je Übereinstimmung. Spielführer erhält mehrfach Ministerne, wenn mehrere Spieler dieselbe Farbe eher gewürfelt haben. Okay. Okay, grün, blau und rot. Okay. Das heißt, Schalke bekommt immer Ministerne. Okay. Er hat grün, das heißt, er bekommt mit Waluigi Ministerne. Okay, Shire bekommt eigentlich immer Ministerne. Hoffe zumindest, dass er einmal noch rot wählt. Komm, mach rot! Okay, grün. Waluigi arbeitet für mich, deswegen, ja. Okay, bekommt natürlich wieder nichts. Kamek 2, 4 Waluigi und 6 Shire. Okay, ich und Waluigi sind natürlich auf die unteren Plätze. Das ist schlecht. Das werden wir wahrscheinlich eh dann nächsten Samstag sehen. Also nächste Woche Samstag. Und Waluigi erhöht es noch. Kamek bekommt natürlich 10 Ministerne. Ich meine, ne? Er würfelt safer als 5. Er würfelt safer 5. Krass. So hart gönnt ihr das Game auch nicht. Hier miaut jetzt würfelt er eine 1. Nö. Ich hätte gesagt, wenn er jetzt die Sterne bekommen hätte. Nochmal, ne? So, Minispiel. Das sieht Kamek aus. Fließband hatten wir schon gehabt. Nehmen wir nochmal. Why not? So, bewege dich mit Hilfe der Fließbänder ins Ziel der Mitte. Wenn du auf einem Fließband stehst, kannst du dich nicht mehr verlassen. Ah, okay, gut. Ich muss eigentlich nicht vorlesen, das haben wir ja schon gehabt. Das Spiel versucht sich zu verarschen gerade. Aber wie gesagt, manchmal wieder hat das Game auch versucht, mich zu verarschen. Und dann habe ich es da noch hinbekommen. Wie gesagt, das Game kann ich nur nicht gerne verarschen.
Denn wenn mich das Game verarscht, kann ich es so besser outplayen. Mann, Kamek Body block mich nicht, du Huren. Ja, ich muss da lang. Ja, ich werde nur Dritter. Aber immer ein paar Mini-Sterne. Ich kann mir gut vorstellen, dass die CPUs auf schwer eingestellt sind, also zumindest schwerer eingestellt sind als Waluigi. Weil Luigi hat sich echt dumm eingestellt. Okay, Würfel, der 4. Sechs ist aber Spielführerfeld, oder? Nein. Scheiger wird wieder Spielführer. Und ich krieg 1, 2, 3 Würfel. Take it. Ah, wir sind jetzt schon beim Bosskampf. What? Das ist das Ding, bis hier geschafft. Spielführer Scheigei. Ich war gnädig mit euch, aber jetzt hört ihr gefälligst auf, unsere Mini-Sterne zu klauen. Es ist Zeit, dass ich euch Manieren beibringe. Lasst uns spielen. Ich hoffe, ihr seid bereit. So, hier Bowser Jr. Und by the way, beide Bosse sind keine Glücksspiele. Also, keine strategische Glücksspiele, kann man sagen. Wobei Bowser Jr. komplettes Glücksspiel ist. Würfel die Leiste um für sie entsprechend dem Würfelergebnis. Wenn du bestimmte Punkte auf der Leiste erreichst, fügst du Bowser Jr. Schaden zu. Halt die Wii-Video senkrechtige Art zum Würfel, wenn du Wii-Video schüttelst, siehst du den Würfel schneller. Yo, Bad, freu dich auf den 23. Moin Dennis, was geht? Willkommen auf dem Stream. Und wenn du Paper Mario meinst, ich weiß, dass es da kommt und ich freue mich auch drauf und ich werde mir auch streamen und ich werde auch diesen Samstag XXL Stream machen. Ich freue mich, ich bin schon wirklich hyped auf Paper Mario 2. So. Spiel für das Scheigei, du fängst an. Na, 24 Stunden nicht, aber es wird auf alle Fälle in den XL-Stream kommen. So, man muss diese Sternfelder hier treffen. Und so viel man wie das Sternfelder trifft, so viel Damage macht man. Wenn man auf die normalen Felder landet, dort passiert gar nichts. So, Scheiger hat jetzt schon mal 6 Damage gemacht. Waluigi würfelt eine 5. Okay, es passiert nichts. Ugh. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Okay, wir müssen eine 2 oder eine. Warte, 1, 2, 5. 2 oder 5! 2 oder 5! Natürlich eine 3. Okay, das Ding ist halt, wenn man bis ganz da hinten schafft, dann hat man das gewonnen, mehr oder weniger. Okay, ja. Waluigi holt das. Außer er würfelt eine 1. Bei Bowser Jr. bekommt ihr Damage. Der würfelt dich tatsächlich eine 1. Oh mein Gott, so ein Vollhonk. Okay, 2 Damage. Ja, wow, weil Luigi hat 0 Punkte. Schade, Genickbruch. Er ist platt. Ja, und Kavek hat den. It's not looking good, man. It's not looking good, man. There's nothing we can do. There's nothing we can do. It's not looking good, man. It's not looking good, man. Ja. It's not looking good, man. Gib mir at least 6. Okay, 3, take it. Mein so ist ein bisschen Damage. Boing. Scheigei? Auch eine 3. Okay. Wollen wir die Schose machen? Alles klar. Können wir machen. Aber Waluigi wirft safe keine 3. Komm. Eine 4. Boah, jetzt so das Schmackige. Weil das Ding ist ja Kavika 2, 4. Wenn er eine 4 oder 6 würfelt, ist er fucked. Okay, eine 1. Ah, jetzt bin ich fucked. Wenn ich eine 3 oder 5 würfle. War klar. War klar.
War klar. War klar. War klar. War klar. Natürlich können wir zwei würfeln. War klar. Ich sag schon, Shy Guy macht den Rest. War so klar. It's not looking good, man. It's not looking good, man. Weil Luigi ist absolut keine Hilfe. Im Gegenteil. Warte. Warte, ist es der hier? Warte. My honest reaction right now. Mein Team, yeah. It's not looking good, bro. It's not looking good. It's not looking good, man. Das war ja erbärmlich. Jetzt war ich wirklich ernst. Ihr wollt einen Kampf, den könnt ihr haben. Hinter Tor wartet euch euer Ende. Bedino Nagis esse, alles klar, guten Hunger. Was soll ich dazu sagen? It's not looking good, man. oder in anderen Worten zu sagen, there's nothing we can do. Tausche Würfel mit dem Mitspieler. Wehe, du klaust mir meine Würfel, du Keck. Danke. Pat loses by doing absolutely everything. Yes. Okay, 0 bis 1 Würfel von Kave geklaut. Gut. Der ist erster. Und kriegt wahrscheinlich noch Minispielbeschert oder Lucky Feld. Nö, er wird auch Spielführer. Schick mir doch gleich alles hinten rein. Oh Gott, Alter. Jetzt haben wir Bingo, okay. Ich hab mein Bingo-Deck. Ja. Auf dem Bingo-Deck geht es darum, als erstes eine Mehrreihen 3x3 Felder Größe 4 zu vervollständigen. Die Spieler würfeln 1 bis 10 Würfel. Gewürfelte Zahlen werden auf dem Spielbrett markiert. Wer als erster der Reihe schafft, erhält alle Mini-Sterne in dieser Reihe. Der Spielführer bestimmt, in welcher Reihenfolge Spieler würfeln. Mit etwas Geschick kann er diese nutzen, um selbst der Erste zu sein, der eine Reihe vervollständigt. Ist halt eine andere Map, die nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es auf der. Ja, deswegen war ich auch die Bowser-Map nicht, weil das ist einfach nur komplett Luck. Hatte Void, hat ganz wichtig, dass so gebissige Kekse von all die besser geschmeckt sind und der Tennisser und dementsprechend nicht so viele drin. Moin Legendary Twilight, was geht? Willkommen im Stream. Und by the way, Milka Cookies sag ich schon. Milka Cookies sind an sich auch richtig, richtig nice, aber die, also generell die Kekse von, Aldi sind an sich Peak. Vor allem die Cookies. All die Cookies sind Peak. Hat Bowser ganz am Lachen. Das hat der wählt sich jetzt? Sich aus? Macht Sinn, okay. Was Ding ist halt, hätte er, sagen wir mal, hätte Dings eine 4 gewürfelt, Kabeck, und ich dann eine 7, dann hätte er mir Bingo gehabt. Okay. 5 oder 7 muss er würfeln. Okay, er hat eine 6. Okay. Wen gönnt er den Bingo gefühlt? Okay, weil Luigi, er wird's eh verkacken. Ne, ich glaube, er hat's, oder? Ja, er hat's. Nein! Der hat's nicht! Okay, ist unsere Chance. Unsere Chance! Alles! 3, 5 oder 7! 3, 5 oder 7! 3, 5 oder 7! 3, 5 oder 7! Fuck you!
jetzt haben wir alles! Safe, Kamek. Was? Ich glaube, Kamek weiß, wer verkackt. Ja, jetzt siehst du mich aus, wenn ich verkacke, oder? 3, 5 oder 7! 3, 5 oder 7! 3, 5 oder 7! Let's go! Nice! Oh mein Gott, 15 Mini-Sterne, weil doppelt der Bingo sogar. Nice! We are Barack, Alter! We are Barack! Ah, weißt du, warum wir denn Minussterne sind? Oh, wieso war es Arschlecken, Alter? Arschlecken wegen Minussterne hier. We are Baguette. Genau. Okay. Jackpot ist bei 16. Haben jetzt Startlevel gebaut, 1, 2, 1, 4, Turm, aber rausgewordene Kasse, wenn ich da einfüge, es läuft gut. Nice, nice. Da komme ich mit Edeka an. Huh. Nein. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Deine Oma. Wirbel trotzdem eine 1. It's Jover! It's Jover! Den hatten wir noch nicht gehabt. Weg nach oben. Nutze Sprungblöcke und die Ziele hoch oben in den Wolken zu erreichen. Halte wie für die Waage. Ich drücke plus, um dich zu bewegen. 2, um zu springen. Ja, die Map ist halt wirklich kacke, weil das Ding jetzt halt, was ich zum Beispiel bei anderen Maps halt mochte, ist, du kannst halt taktisch immer einplanen, dass, weil du immer so ein Ding hattest, wo die Hälfte der Ministerne verlieren kannst. Hier kannst du nur Ministerne gewinnen. Bei anderen Maps kannst du halt taktisch immer entscheiden, dass du halt, ja, dass du halt quasi griefen kannst. Das kannst du hier nicht. Das ist ja keiner Ass. So, einmal hochspringen. Und bitte der Erste. Sehr schön. Dabei Betrug mit diesem Fahrzeug. Du bist immer das Opfer. Ja, an sich mag ich ja das Fahrzeugsystem. Wie gesagt, Mario Party 9 ist ja mein Lieblings-Mario Party. Aber, ja, diese Map ist halt wirklich nicht so nice. Weil, wie gesagt, du kriegst nur Bonus-Sterne. Du verlierst halt gefühlt nichts. Also, du musst der Bluetooth-Adapter gewünscht und 1 TB Festplatte für 57 Euro von Toshiba. Nice, let's go. Gönn dir. Der Festplatte bräuchte ich auch. Wahrscheinlich sogar 2 Terabyte, weil ja, ich brauche halt sehr viel Stuff. Okay, 20 müsste es jetzt erreicht haben. Ja. Das heißt, it's time for a minigame. Und natürlich kommt das Finish, was ich am wenigsten kann. Das hatten wir schon mal gehabt. There's nothing we can do. It's Jova. It's Jova. Digga, die sind bei. Mach Comeback! Oh, du scheiß fucking Kugel! Komm her! Okay, zweiter, immerhin. Zweiter bin ich mehr als zufrieden. Bin ich mehr als zufrieden, weil ich das wie gerechtigt kann. Bin ich sogar mehr als zufrieden. I take it. Schaut immer nicht gut aus. Alter, die sind so weit vorne. Wahrscheinlich würfelt eh eine 3. Wenn nicht, würfelt er weniger. Wahrscheinlich eine 1. Ah, nee, never mind. Oh, Bowser! Er kriegt ja vielleicht ein paar Mini-Sterne verloren.
Hätte die Maschine, imagine. Hätte ich bei dem einen Throw nicht gethrown, dann hätte wir es leider geschafft. Ich komme verkehrt der Welt. Okay, Suizidgedanken wieder loslassen. Schlechte Note geschrieben, Job verloren, Freunde verlassen. Kein Geld mehr. Bankkonto auf Minus. Bei KPM 2, ich habe so Bock drauf. Ja, same. Nein, natürlich kommt Reaktionskette. Das ist das schlechteste Minispiel. An sich schlimmes Minispiel und auch für verkehrte Welt. Okay, ich spiele wie normal, weil ich bin sonst an sich auch immer letzter in dem Minigame. Bam. 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 Oh. Guck mal, das Minigame, keiner mehr Bock. Oh, bleibst du hier? Dann hier. Bam. Jetzt kann ich dieses Video spielen. Ich weiß, was mein Problem immer war. Mein Problem ist, ich habe immer so gemacht. Und das Problem ist, wenn du so machst, also quasi so, da geht er auch immer zurück, ne? Du musst eigentlich nur so machen. Wow, wie lange habe ich das Game? Ja, es geht schon 12 Jahre oder... Nee, nicht 12 Jahre. Wie lange habe ich das Game schon? Ich glaube fast 10 Jahre, 10, 11 Jahre habe ich das Game und ich checke das jetzt. Schade! Wie sagen wir so schön, besser zu spät als zu nie. Besser zu spät als sie, ne? Schauen wir das Zwischenergebnis an. Machbarer. Aber schau nicht gut aus. Machbar. Okay, sehr, sehr viele Geschenke. Huch. Das bringt auf alle Fälle Leben in die Bude. Es ist doch machbar. Und ich krieg mir die Sterne! Let's go! Ja, zwei Felder sind Bowser. Oh, 4, 5 oder 6 wäre geil. Bowserfeld, oder? Ach, deine Oma, Alter. Deine Oma, ich bin jetzt Erster und natürlich lande ich auf dem Bowserfeld. War ja auch eine klasse Fall, der hat so brutal gutes Frischiger, der wurde gestern 42 und hat im Verhältnis selber 5 Euro zwei Brötchen Getränk bekommen. Und das ist wirklich geil. Komm, wieder verkehrte Welt. Bowser-Revolution, was war das nochmal? Ich glaube, alle bekommen gleich viel, oder? Ich weiß nicht, wer den davon halten soll. Okay, zwei behält er sich. Ah, für mich ist es eher los, beziehungsweise für uns alle. Für den Einzigen, der keiner Win gemacht hat, das war Luigi. Oh ja, weil Luigi ist huge, weil er jetzt so langsam würfelt und jetzt noch Erster und kann jetzt noch Dings holen. Ja, ich würde an deiner Stelle kann auch die langsamen Würfel jetzt nehmen, einfach nur um Spielführer zu werden. Wie gesagt, ich gönn's mal Luigi, wenn er gewinnt. Ich gönn's ihn. Und wenn er gewinnt, gewinnen wir ja auch mit. Flinkstern-Deck. Auf dem Flinkstern-Deck wird jeder Spieler eine Bahn zugewiesen, wenn er sie zieht. Das gewinnt. Jede Bahn hat andere als am Feld. Der kürzere Bahn hat zwei Vorteile, aber auch die Würfel spielen eine wichtige Rolle. Spielführer legt die Bahn für jeden Spieler fest. Wähle also mit Bedacht und versuche das Ziel als Erster zu erreichen. Gut. Ah, gut. Ah, gut, mir die längsten, okay. I take it. Weil ich kriege zumindest safe die 6 Mini-Sterne. Mensch, jemand kommt auf Wühls mit 10k Mini-Sterne. Bro, da kriegst du nur einen Mini-Stern Bowser als dein Milch holen. Ich glaube, das hatten wir sogar mal gehabt. On Stream. Dass du nur einen Mini. Da bekommst du nur einen Mini-Stern, das Bowser Milch holen.
Okay, warte, war nicht bei 3 sogar so ein Weiterfeld? Ja, let's go! I take it! I take it! Gib mir einen Stern! Ach komm, leck meine Eier, Alter! Als ob ich nur eine 1 hab! Scheiger darf auch weiter. Jetzt komm, würfel mal ein bisschen höher. 3 oder 6? Okay, 6. Take it. Leider richtig gut. Eisbär versetzt. Geschmacksnerven. Boah, das glaube ich dir. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, zum Thema Eis, ich bin so langweilig. Ich nehme immer nur stinknormales Waffeleis. Okay, Kamek hat die 10. Und ich habe aber die 3. Okay, ja, natürlich, Kamek hat natürlich die größte Lacker. Ich habe aber at least noch die 6 Mini-Sterne bekommen, also I take it. Okay, Shiger bekommt jetzt Minus. Das Ding ist halt, die Bowser-Revolution könnte sogar keiner behelfen. Jetzt bekommt Shiger fett Minus. Das Ding ist, da war Luigi jetzt auf ersten Platz mit Kamek. Ich bin nicht weit dahinter. Okay, Shiger ist jetzt letzter Bowser. Das heißt, Bowser könnte ihnen jetzt auf alle Fälle helfen. Okay, er kriegt 10 Mini-Sterne. Also er kriegt seine verlorene Mini-Sterne jetzt wieder zurück. Okay. Okay. Dann kriegt er es halt wieder. Er liegt ein bisschen stärker, aber sieht man mich gefühlt nicht. Ja, wir sind im Bowser sein Raumschiff, aber wir will trotzdem mal nett sein, ne? Fände den Fehler. War wieder Mario Luigi oder Mario World Type Game. Mario Luigi wäre echt mal nice. Not gonna lie. Wir überlegen irgendwann vielleicht nächstes Jahr oder so als Streaming-Projekt, maybe Mario und Luigi Partners in Time zu machen, weil ich finde es sehr underrated. Okay, wenn wir gewinnen, können wir es schaffen. Also Kamek darf nicht Erster sein. Und ich muss mindestens Zweiter sein. Dann haben wir es geschafft, eigentlich. Je mehr Würfel dein Bild zeigen, desto mehr Schaden fügst du Bowser zu. Aber Vorsicht, zeigt dein Symbol. Bowsers Würfel darf er angreifen. Halte wie für Video waagrecht. Bewege dich, drücke voll Steuerkreuz. Drücke neben einen Würfel 2 vom Boden aufzunehmen, dann erneut 2 Wii zu werfen. Wäre auf alle Fälle nice. Ja, wenn Waluigi gewinnt, ist auch nice. Dream Team habe ich nicht so gefühlt. Bin ich ehrlich, Dream Team habe ich nicht gefühlt. Wir haben nur die ersten 3 Teile gefühlt, wenn ich ehrlich bin. So, wisst ihr was? Ich schmeiß eher alles, was mit Kamek zu tun hat. Und keine Ausscheige, aber vor allem Kamek. Da ist, ich hab die meisten. Okay, sehr viel Bowser. Okay, wir haben alles. Ah, scheiße, wir haben alle 2. Okay. Ein Scheiger. Und 4-mal Bowser-Angriff. Das Minigame ist wirklich nice. Weil es ist so ein taktisches Glücksspiel. Nice. Ja, Luigi bleibt. Ja, Bro, Alter, alles auf Kamek. Oh. Der darf nicht gewinnen. Boah, ich hoffe, dass er Punkte verliert, at least. Ich finde, die Bowser-Attacken sind an sich größtenteils easy auszuweichen. Ich muss einfach nur hoffen, dass die anderen irgendwie Punkte verlieren. Boah, Kamek, dein hässliches Gesicht packe ich erstmal weg. Okay. Scheigal, okay. Scheigal ist eh letzter, also an sich fein. Ich hab 2. So, Bowser ist jetzt im roten Bereich. Das heißt, jetzt hat er selber einen Würfel. Und die Flammen müssen jetzt größer sein. Weil Luigi kann 1-mal. Okay, 4-mal.
Nice. So, jetzt hat er einen Würfel. Und er holt einen Boss raus. Und das ist jetzt König Bob Bomb. Das heißt, wir müssen jetzt Bomben, glaube ich, ausweichen, oder? Oh ja. Nice. Kamek wurde getroffen. Sehr schön. Genau, jetzt dreht sich auch noch die Plattform. Nein, fast hätte es mein Gesicht auch drauf gehabt. Okay, Schallgeil. Wie gesagt, wenn ich auf einem CPU pokere, dann ist es entweder Schallgeil oder Waluigi. Obwohl mir Waluigi lieber ist. Aber Schallgeil ist ja letzter. Auf den kann ich ja ein bisschen pokern, solange ich da noch gut spiele. Okay, nice. Schallgeil hat sich treffen lassen. Aber Kamek muss auf alle Fälle treffen lassen. Okay, wieder König Bob Bob. Das schwerste ist Buhu, meiner Meinung nach. Scheiße. Ja, Bro, drei Bomben landen auf mich. Ich würfle von Kamek immer auf Kamek. Oh. Bowser hat 1 KP. Das heißt, jetzt wer die Meister hat, hat sie Bonus. Da will ich treffen lassen. Wiggler! Wiggler ist, glaube ich, nicht so schwer. Einfach ihn nur ausweichen. Ja, easy. Schalke hat sich treffen lassen. Oh, das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Waluigi. Und Scheigal. Ah, scheiße, wir sind letzter. Aber Waluigi könnte es doch reißen. Oh, das wird so ultra knapp. Oh, das wird ultra knapp. Ich muss auf Waluigi pokern. Ich muss auf Waluigi pokern. Und das Ding ist, Waluigi wird wahrscheinlich keine wirklich viele Mini-Sterne haben als Bonus. Da bin ich mir 100% sicher. Ich muss auf Waluigi pokern. Kamek darf keine Bonussterne bekommen. Minus Star oder entweder ich, oder? Foto Shy Guy, okay? Take it. Minispielstar. Oh, ich glaube, das war ich nicht. Das war ich nicht. Bitte Scheigal. Bitte Scheigal. Okay? Schleister. Bitte gib die Waluigi. Na, Waluigi hat am wenigsten geworfelt. Toad! Okay. Okay, vielleicht können wir den noch holen. Aber ich glaube, Waluigi hat sogar gewonnen. Glaube ich zumindest. Wenn Waluigi gewonnen hat, dann haben wir mitgewonnen. Dann ist alles fein. Okay. Scheiger ist letzter. Ich bin dritter. Und jetzt kommt auch Scheiger bzw. Kamek. Waluigi Kamek. Und Waluigi hat gewonnen. Ja, wir haben es geschafft. Waluigi mit 60 für die Scheren. Herzlichen Glückwunsch. Ich gönn's dir, Waluigi. Ich gönn's dir. Ich gönn's dir komplett. Danke, Waluigi, super, sehr, könnt unsere Mini-Sterne gerettet werden. Damit insgesamt, Herr, es war eine Freude dabei gewesen zu sein. Und wie knapp das war, holy shit. Oh, nur dank Mini-Sterne, nach dem Mini-Sterne bin ich überhaupt noch Dritter geworden, Alter, holy. Aber real talk, Waluigi wins by doing absolutely nothing. Der hat gefühlt gar nichts gemacht und still gewonnen.
Aber ich gönn's dir mal, Luigi. Ich gönn es dir vom Herrn. Digga, dann ganz weit unten und dann nur wegen dem Bowser-Fight hat er dann gewonnen. Aber wie gesagt, ich gönn's dir. Ich gönn es dir. Dann sind wir einmal Dritter geworden. Drauf geschissen, Alter. Wir haben gewonnen. Obwohl das so schlecht für uns aussah. Nice! Wir sind mit dem Singleplayer durch! Aber es gibt so ein extra Brett, den will ich doch machen. Und hier sind die ganzen Mini-Sterne. Weil Luigi wins by doing absolutely nothing, Pat loses by doing absolutely everything. Was heißt lose? Immerhin Dritter. Immerhin. Und die Mini-Sterne sind jetzt frei! Woo! Ach du Kacke. Das war aber am Ende richtig spannend. Das muss ich jetzt zugeben. Ich hab verloren aus der Traufe einer funkelnden Mini-Stern-dekorierten Festung. Nein, Bowser, du bekommst keine. Du fliegst erstmal aus deinem Klo weg. Und damit endet dieses Abenteuer. Dank Toads selbstloser Hilfe werden die Mini-Sterne wieder für alle Zeiten am Nachthimmel erstrahlen können. Ich bin eher Mario Party Freak aus der Gamecube-Ära. Die Gamecube-Dinger sind geil, zumindest 4 und 6, die besitze ich ja selber. Aber meine Lieblingsteile sind immer noch 9 und DS. Das ist immer noch mein Lieblingsteil. Aussehen würde es Warland 4 oder Warland 2. Puh, da sehe ich mich eher weniger, bin ich ehrlich. Und da ist Bowser zum 1000 Mal gestorben. Nee, actually ist mein zweites Mal, wo ich das spiele. Oh, sogar mehr als beim ersten Mal. Wir können mal den ersten Playthrough angucken. Das war mein allererster Playthrough. Da war ich sogar allererster. Aber da habe ich nicht so viele Mini-Sterne gesammelt. Ich glaube, diesmal habe ich sehr viele Mini-Sterne gesammelt. Ja, zumindest bis am Ende. Haben wir sehr viele Mini-Sterne gesammelt. Let's go! Ihr seht ja, ich habe es nur einmal durchgespielt, sonst spiele ich immer nur die normalen Party. So. 455. Und nochmal ein Bonus von 500. Auch wenn es eh egal ist, denn ja, wir haben es. Wir haben eh schon alles. Und schade, keine Credits. So, aber es gibt so eine extra Map. Und die will ich jetzt machen. Und zwar bei Party. Machen einen Spieler, machen wir gegen 4. So, Chat, ihr könnt die CPUs mal auswählen. Wie älteste, längste durch die verschiedenen NX Plus Wege, also zweite. Shy Guy Mario, okay, wir haben Shy Guy Mario. Wen noch? Wen sollen wir noch wählen? Nimm mir noch einen Char. Hört jetzt was, das Cover des Essens. Nehmen wir noch einen Char. Cooper, okay. Hey, Cooper hatten wir doch gar nicht gehabt, den Bree. Ich glaube, wir hatten Daisy Peach, glaube ich, nicht gehabt. Oder hatten wir eine Prinzessin überhaupt gehabt? Birdo hatten wir nicht gehabt. Und Cooper hatten wir nicht gehabt. Ja, komm, spielen wir jetzt bitte mit Cooper. So, Dennis gibt es eine Map, die man freischalten kann, die es nicht im Storyboard gibt. Und die will ich ja auch zocken. Und zwar DK's Joy Ruin. Ich würde mal sagen. Ja komm, wir machen Cooper stark, den Rest lassen wir normal, so. Machen wir eine gechillte Runde. Und zwar... DK's Dschungelruin. Da gibt's keine Mini-Sterne, sondern Bananen. Komm, DK's Dschungelruin, soll ich was zur Welt erzählen? Ja. In DK's Dschungelruin, da konntest du alten, von Ranken überwachte Tempel und sammelst Bananen. Du findest hier sowohl normale Bananen als auch die unheimlichen Unglücksbananen. Landest du auf der DK-Welt, werden Bananen ins Glücksrad aktivieren. Die Bananen rotieren über das Spielfeld. Du musst zwei Runden auf dem Spielfeld absolvieren, um das Ziel zu erreichen. Sammle dabei möglichst viele Bananen. Und habe ich schon Bananen erwähnt? Beginnen wir damit, die Zugreihenfolge zu bestimmen, damit ihr mehr Bananen sammeln könnt. Okay, vorletzter. Du weißt, erster. Mario ist zweiter, Toad ist dritter, Shy Guy ist letzter. Cooper!
Ja, und zwar hier kriegst du in jedem Feld eine Banane. Beziehungsweise kein Milchschwert, sondern Bananen. So. Natürlich, das ist eine Party, ist es egal, ob wir gewinnen oder verlieren, weil, ja. Ich wollte einfach nur zumindest aus dem Brett zeigen. Und ich glaube, danach gehe ich kurz Hände waschen, weil meine Hände richtig sweaty sind. Ich mag lange Bananen. Hey, plus, no. Ah, wir sind auf dem Glückstreffer gelandet. Also, Cooper hat schon mal ein bisschen Lag. Und die Map ist eigentlich ein sehr kleiner Kreis, also geht's halt zweimal drumherum. So. Diddy wartet dort. War das nicht, muss man nicht richtig viel smashen? Ja. Und? Wie weit schafft er's? Ah, fast. Er hat 9 Bananen. Bruder, Bananen. Hi. Natürlich fahren wir mit dem Bananenauto, ne? Banane. Mario, wie viele Bananen holst du dir? 4 Bananen. Und dann geht's sogar auf den Weiterfeld. Das heißt, er wird sogar noch Spielführer, um mehr Bananen zu bekommen. Ich habe fast ein ganzes Jahr nur von Bananen ernährt. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wisst ihr das? Ich habe mich für 10 Jahre nur davon ernährt. Gott verdammt. I woke up in a new Bugatti. So, Mario hat ein Spielfehlereignis. Ja, erklär mal. Spieler halten ein Fass bei unterschiedlich wie Bananen. Es ist allerdings Spielfeld, der entscheidet, welche Spieler welches Fass hält. Spielfeld ist ein Fass, der genau angehalten, wenn es sich bewegt. Und er entscheidet, wer welches Fass bekommen soll. Okay. Natürlich gibt er dem mit den meisten wahrscheinlich sich selbst. Oh, Diddy will hier ein bisschen rumlaufen. So, Mario, wie willst du aus? Okay. Erstens mich, wenn du willst mich loswerden, alles gut. Herr Cooper. Dann den schüchternen, nee, dann lädt er sich selber und dann den schüchternen Typen. Ich hoffe, dass jetzt zumindest Cooper die wenigsten gegeben hat. Nee, scheißegal. Ah, dann gibt Cooper die meisten. Ah ja, alles gut. Ich glaube, Mario hat zu viel Bananenschnaps getrunken. Ah, super. 4 Unglücksbananen. Sehr schön. Das ist alles, euer Plusbar verliere ich wahrscheinlich. Okay. Aber. Ein Zufallsfeld. Okay, nur 1. Es geht ja noch fit. Wechsel. Wer kommt dran? Shy Guy. Okay, nur ich und Schalke tauschen Platz. Sehr unpaetisch. Okay, Minispielfeld. Er kriegt nochmal 2 Bananen. Der Cooper hat schon 33. Da gibt es auch mehr Bananen. Und wir haben wieder die Krüge. Die Kreiskrüge. Parteiisch. Ja, sehr unparteiisch. Ich glaube, Name. Mario hat einfach nur Zufall gewählt. So. Runde 1. Das ist der hier. Nee, ich lieg falsch. Okay, ich lieg richtig. Ich hatte Schiss gehabt. Digga, Shy Guy. Der hat, glaube ich, ein bisschen zu viel Bananenschnaps-Intos. Ja, sehe ich sofort. Das sind die Dreiecke. Okay, wir kriegen sogar die einfachen. Bis jetzt. Nice. Scheiße, irgendwie zum Meister, zum Jägermeister getrunken oder was? Wahrscheinlich hat der aus den Bananen was hier Bananenschnaps gemacht. Ja, es müsste der hier sein, ja. Ich war mir nicht so ganz sicher. Aber egal, wir sind Erster. Ende! Immerhin sind wir Erster.
Weil hier gibt es wahrscheinlich eh nicht so viele Bananen, beziehungsweise so viele Minispiele. Okay, 10 Bananen. Fun Fact, wenn ihr Mario Party Punkte sammelt, dann empfehle ich euch diese Map zu grinden. Weil da kriegt ihr Stonks, wenn es um Bananen, wenn es um die Sternenpunkte geht. Ich glaube, DK ist schon hyped. Huiuiui. So, ich bin sogar Spielführer. Krieg noch 3 Bananen. Immer dieses Ende. Start! Ich muss als Sound Alert sein, imagine. Scheint jemand zu rufen. Diddy! Oh, ich kann mich täuschen, aber was kriege ich mich so, als würde ich ein Spiel spielen? Ja, ja! Diddy Kong, Minispiel! Ja, er ist der Nebenboss, wir sind der Zwischenboss. Warte auf den richtigen Moment, auf die berühmten Kanonenfässer zu schießen und so viele Bananen wie möglich zu sammeln. Halt sie wie für die waagrecht und gezwungen, aus den Kanonenfass zu schießen. Und ich glaube, beim Minispiel ist es so, für jede Banane, was du bekommst, für jede Banane, was du sammelst, bekommst du sie auch am Ende. Also es gibt kein erster, zweiter, dritter, vierter Platz, sondern es geht wirklich einfach nur, yo, sammel so viele Bananen, wie du kannst. So viele kriegst du auch am Ende. Danke, Scheingeil. Oh, nice, ich habe ein paar Bananenstauden noch eingesammelt. Oh, lol, danke, Cooper, Ehrenmann. Nice, wir haben 38, let's go. Was Sound Alert für einen Kanalpunkt? Nee, ist ein bisschen too much. So, Cooper ist letzter geworden, let's go. Bam, 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 38 Bananen. Und da ich noch Spielführer war, 8 Bananen. Noch als extra. Bruder, Bananen. So. Jetzt holen wir auf. Let's go. Wir haben fast die Funny-Bananen-Nummer erreicht. Oh, letzte Runde. Ja, ist eigentlich ein kleiner Kreis, den man einfach zweimal feiert. Schade, kein 69 bald. So, ein Minispiel. Guck mal, kriege ich erstmal 2 Bananen und ein Minispiel. 69 lange Bananen, yes. So, Himmelswettlauf. Oh, das haben wir noch gar nicht gehabt. Das ist nice, dass wir die bekommen. Hüpfe über die schwebende Plattform ins Ziel. Wenn du fällst, verlierst du ein Herz. Kann jetzt mal übrig, scheidest du aus. Halt dich über die waagrecht, drücke Steuerkreuz, um dich zu bewegen, um 2, um zu springen. Alles klar. Hopp. So. Start. So, ist an sich kein so schweres Minigame, beziehungsweise Jump'n'Run. So, man darf sie auch nicht zu schnell bewegen. Oh, bye, Scheiger, war schön mit dir. Nein! Okay, das war dumm von mir. Aus irgendeinem Grund habe ich die Steuerkreuz komplett verschissen. Na, egal. Nimm mal die Wolken. Oh mein Gott. Da jump ich ja so richtig elendig. Aber okay, ist nicht so schwer. Okay, einfach mal vor. Ich glaube, da müsste das Ziel sein. Als ob man da runterfallen kann. Okay, zweiter. Als ob man in dieser millimetergroßen Lücke runterfallen kann. Als fucking ob. Na egal, zweiter, 5 Bananen. Clip. Als fucking ob. So, Mario. Was würfelst du ein schönes? Ne 1. Oh, fast geschafft. Zwischenergebnis. Oh, schaut ganz gut aus. Schalke kriegt den leiser Würfel. Und natürlich kommt auch Bowser. Spielführer Mario, ich habe auch Geschenke. Willst du viele Geschenke haben? Oh, Mario vertraut Bowser. Schade. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da wird die Keagro hier, ne? Für Felder haben sie Bowserfelder verwandelt. Okay, er hat nur eine Banane plus gemacht. Und bekommt einen Würfel. Und zwar eine 1 bis 10 Würfel. Das könnte huge sein hier. Scheiger benutzt einen langsamen Würfel. Ja, weil er will, dass ich die Minuswürfel bekomme. Oder er will Spielführer werden. Diese fette Kugel soll hier durch sein. Alles klar, diese fette Kugel hier durch MHM. Diese fette Kugel soll hier durch sein. Mhm. Nur nochmal, ne? Diese fette Kugel hier durch.
Oh, 0 bis 1. Okay, ich verliere jetzt 3 Bananen, aber ich werde Spielführer. Yes. Oh, wenn wir sogar eine 6. Verliere 3 Bananen, aber ich take das. Schade, das wäre nicht mal 69. Das wär's. Hätte sogar gelohnt, 3 Bananen zu verlieren. Nee, ist genau dasselbe nochmal. Nur jetzt gibt's auch Negativ-Bananen. Aber ich behalte nur die Truhe mit dem positiven Bananen, also mit den meisten Bananen. Boah, ich könnte ihn aus den Augen verloren haben. Weil ich dich jetzt fetten Arsch sehen musste. So, ich sag mal Mario. Dann nehme ich mich. Dann nehme ich Cooper. Und ja, Shy Guy. Shy Guy for Regis ist offen, der hätte 5 machen können. Ja. Okay, Shy Guy verliert alles. Okay, ich hab die meisten. Nice. Shy Guy hat Minus gemacht. Und wir haben jetzt 100 Bananen. Nice. Koopa verliert erstmal ein paar Bananen. Boah, ich will mal, dass er eine 6 würfelt. Ja, nice, weil ich würde dieses Nike-Dings zumindest mal zeigen. Weil das ist an sich ganz cool. Ah, er bekommt 2 Bananen plus. Und zwar... Jetzt rastet Nike ein bisschen aus. So, das heißt, er ist... Die Map wird jetzt gespinnt, zumindest die Bananen. Und kann A drücken, ein paar Bananen einzacken. In dem Fall sind sogar 2 verloren. Und ja, die Bananen sind jetzt ein bisschen anders positioniert. So, warum nimmt er keine 1 bis 10 Würfel? Ich hätte ihn genommen. Wäre jetzt mit dem Spielführer, aber egal. Er will wahrscheinlich unbedingt ins Bowserfeld gehen. Ist auch okay. So. So, was passiert? Gebt den letzten Platz 15 Bananen. Also bekommt ihr Shy Guy 15 Bananen. Bam, 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 bam. Das ist alles, was er verloren hat, bekommt ihr jetzt wieder. Nice, nice. Und... Ja, aber ich glaube, wir sind... ziemlich gut vorne. Okay, Würfel der 5. Er wird Spielführer. Verliert aber 3. Nee, 2 Bananen. Er wird aber Spielführer. Und ich glaube, wir haben gewonnen. Donkey Kong ruft. Nee, das richtig verstehe. Sagt er, dass er einen geheimen Ort mit vielen Bananen hat. Donkey Kong Minispiel. Okay. Schieße sich aus den Kanonenfässern, sammle möglichst viele Bananen, versuche das Baby fast zu treffen und auch weiter nach oben zu gelangen. Ja, also wieder 2 und plus. Also ist keiner wieder ein ähnliches, das gleiche Minigame, nur dass die Fässer jetzt unten sind. So. Ja, da freut er sich. Sehr viele Bananen. Sakuma gewinnt auf sehr unfair, auf soßig. Nice. Und goldene Banane. Again! Und habt alles verfehlt, Alter. Komm schon! Schon wieder verfehlt. Deine Oma, Alter. Aber zumindest habe ich die fette Banane. Und ich tue Shy Guy weh. So, 33 Bananen. Übrigens die goldene 20? Ich glaube schon. So, Shy Guy bekommt jetzt noch ein bisschen mehr als Cooper. Und ich glaube, wir haben gewonnen. So ganz knapp. So. Letzten Bonussterne. Beziehungsweise Bananen. Und hier gibt es sogar 10 Bananen, weil die Bananen ja an sich weniger wert sind. Cooper bekommt den Minus da.
Der Würfelstar. Ich glaube, wir kommen Mario und Cooper. Ja, Mario, Cooper, Shy Guy. Also alle außer ich. Ah, nee, Shy Guy. Okay. Und den Minispielstar. Den müsste ich bekommen. Und den bekomme ich auch. Let's go. Wer könnte der Superstar sein? Was wird wohl Bud mit so vielen Bananen anstellen? Will er diese bei einem Community-Treffen als Buffet anbieten? Ja, genau. Nee, da mache ich so ein Splatoon-Turnier und der Gewinner bekommt einfach so eine fette Bananen-Dings. Bekommt einfach, keine Ahnung, so 100 Bananen. Town mit 143 Bananen! Der herzlichen Glückwunsch! Warum griefst du auf DC? Finde ich nicht witzig. Hä? Was meinst du, griefst du auf DC? Hä? Welcome back, Roxy. Ja, wie gesagt, wieder ziemlich knapp. Aber ja, diese Map wollte ich euch auf alle Fälle auch noch zeigen, weil es an sich auch ziemlich spaßig. Und ja, damit endet das Mario Party 9 als Projekt. Das DC kaputt gemacht. Why about it? So. Wie gesagt, das war's auch mit Mario Party 9. War auf alle Fälle ein sehr kurzes, aber auch ein sehr nices Projekt. Hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht. War an sich ziemlich nice. Das ist aber noch nicht beim Ende des Streams. Wir machen noch Lego City Undercover ein bisschen weiter. Nein, ich mache nicht Splatoon 2. Splatoon 2 kommt am Sonntag. Diesen Sonntag kommt Splatoon 2. Ich mache noch Lego City Undercover weiter. Ich mache aber eine kurze Pause. Bin gleich wieder da. Maximal eine Minute, bin wieder da. Ich gehe nur schnell Hände waschen. Bin gleich wieder da. Und danach wechsle ich zur Switch. Dann geht's Lego City Undercover. So, bin wieder weg. Wir rücken auf Englisch. Ich könnte noch ein kleines Fazit, actually, bevor ich zu Lego City Undercover wechsle, ich könnte noch schnell ein Fazit noch geben zu dem Game. Wie ich es ja jedem Game gefühlt mache. Also, ja, ganz kurz gesagt, das ist mein Lieblings-Mario-Party. Es macht an sich sehr viel Spaß. Minispiele sind top, die Bretter mag ich sehr. Ich mag an sich das neue System, auch wenn es keiner verkackt haben, meiner Meinung nach, im, Mario Party 10 zumindest, da haben sie es keiner verkackt, aber Mario Party 9 haben sie es gut gemacht und wie gesagt, wenn ich eine Bewertung geben würde, ich würde es eine gute 9 von 10 geben. So, jetzt wechsle ich aber HDMI. Jetzt müsst ihr gleich den Testbildschirm sehen, genau. Denn, jetzt muss ich kurz HDMI-Kabel wechseln, denn jetzt wechseln wir zu der Switch. So. So. Ist jetzt schon heiß. Schade. So. Jetzt ist die Switch angesteckt. So. Pro Controller an. So, muss ich dann noch wieder alles einstellen. Ketchup ein bisschen lauter. Weil Lego City, ja, der Cover dauert ja auch noch so lang zum Laden. Oh, das ist Pain. So. Jetzt habe ich die Switch aus der Serie rausgetan. So. Ja, ist noch Pikmin 3 Deluxe drin. Da habe ich vorhin noch ein bisschen gezockt. Ist bei der Spielebox. Da ist es. Jetzt habe ich meine Fernbedienung runtergeschmissen. Schade. Da ist Lego City Undercover. So. Rein mit dir und Lego City Undercover. So. So, dann Spielwechsel zu Lego City Undercover. Fertig. Oh, das hat wahrscheinlich nicht aktualisiert. Ich hasse es manchmal bei OBS, dass es manchmal nicht aktualisieren will.
Hat das jetzt aktualisiert? Ja, hat das. Gut, sehr schön. Währenddessen lasse ich mal einen Guide offen. Denn ich habe auf alle Fälle zwei Sachen vor, was wir jetzt machen wollen. Das können wir währenddessen machen, wenn das Ladescreen läuft. Rote Steine. Denn ich habe heute zwei Sachen vor. So. Laden wir mal das Game. Da, am besten wäre es mit der Map. Okay. Gut, ich habe mal so eine Liste an. Ja, ich versuche zumindest mal Stück für Stück das dann zu machen. Weil ich habe, ist in 4 hier, Pentapumper. Ich weiß nicht, ob in 4 hier ist. Also voll war sie da. Ja, sie müsste doch da sein. Nee, denn ich habe heute zwei Sachen vor. Und zwar, erstmal, wir können hier, glaube ich, dort Straßenrennen machen, oder? Genau. So, wir müssen den noch einholen. Natürlich gibt er mir erstmal ein bisschen Vorsprung. Ah, okay, jetzt müssen wir den Räuber hier einholen. Das machen wir nochmal, ganz am Anfang. Komm schon! Ja, jetzt genauso schnell, wie ich die Vitro gebe. Nee, aber auf alle Fälle, was ich heute vorhabe, ist, ich will langsam mal alle Superbauten bauen. Zumindest die Superbauten, wo man ein Auto baut, die will ich zumindest bauen. Und was ich auch noch vorhabe, sind die roten Steine in der Overworld. Die will ich auch alle sammeln. Weil ich würde dann ab dem nächsten LEGO City Undercover Stream mit den Missionen anfangen. Und da die roten Steine sammeln. Ich wusste, dass du hier hinfährst. Komm, räumen die weg! So, Rex Fury muss jetzt den Verbrecher verfolgen. Macht auch Sinn. Und bucht ihn ein. Nein. So, Bonusmission. 2 für 2. Polizeiauto bekomme ich leider nicht. Schade. Beziehungsweise jetzt bekomme ich den. So, sehr schön. So, wenn wir aber schon mal dabei sind. Zack, zack, zack. Machen wir alles an. Steinmagnet an. Schnellreise brauchen wir hier weniger. Mal bin ich nicht so der Fan. So, perfekt. So. Wie viele Steine haben wir überhaupt? Wenn wir schon gucken. 40.000, das könnte sogar für ein paar reichen. Na, aber ich will zumindest ein paar, also zumindest diese, wo man Auto baut oder so, die will ich zumindest alle bauen. Vielleicht, wenn ich ein paar Supersteine noch finde, die so auf dem Weg sind, die können wir den auch noch bauen. So ist es ja nicht. So, ich würde mal sagen, wir holen erstmal das Polizeiauto, beziehungsweise kaufen erstmal nochmal alles. Ja, komm, nehmen wir gleich die Karre. Oh, nehmen wir dieses Grün hier. So. Boah, der leuchtet auch noch schön. Geil. Okay, das ist wirklich wild. So. Fahren wir mal ein bisschen herum. Ich glaube, hier haben wir sogar noch einen super Bau. Ich finde es so geil, wie der schon als gebaut gezählt wurde, aber dann nicht gebaut wurde. So, die bauen wir noch. Also die ganze Hufsäulen will ich auf alle Fälle bauen. So.
20 von 65. Haben noch einen sexy Sportwagen geholt. So. Boah, ich liebe dieses Grün bei Polizeiauto. So, hier gibt es den roten Stein. In welchen Dings sind wir? Wir sind jetzt im Zentrum angelangt. Okay, gibt es einen roten Stein, wo irgendwo im Zentrum steht? Im nördlichen Gebäude von Zentrum. Ah, okay. Nördlichen Gebäude. Das ist da, wo wir Story gemacht haben. Also dieses Gebäude hier. Okay. Dann gehen wir mal hier. Irgendwo müssen wir wahrscheinlich da hochkommen. Auf immer zumindest. So. Ich hoffe, der meint schon dieses Gebäude hier mit dem nördlichsten. Aber eigentlich schon. Obwohl das eigentlich so ein großes Gebäude ist. Ich meine, es kann auch irgendwie dieses Gebäude hier sein. So, ist hier so ein seltener Stein? Nein, ist er nicht. Ah, ich habe wahrscheinlich eine Vermutung. Erstmal sind hier Supersteine, die nehme ich mal mit. Okay, sei nur dafür die Supersteine, aber die nehme ich auf alle Fälle mit. Nördlichste Gebäude. So, bauen wir Minenchase. Ist da vielleicht ein seltener Stein? Nö, das sind einfach nur so die Felsen da. Ja, eigentlich ist das ja das nördlichste Gebäude, aber da kommt man nicht wirklich hoch. Das ist ja die Frage, wie will er da hochkommen? Oder er meint einer von diesen Gebäuden. Das kann auch gut sein. Weil es sind viele Gebäude hier im Norden. Ah, warte, man kann hier hoch. Ah, okay, okay, okay. Now I get it. Bauarbeiter? Wir müssen so oder so da hoch. Weil ich sehe, dass wir da sehr viel Zeugs haben. Ja, ich sehe da oben sogar eine Katze. Ja, da ist ein roter Stein. Perfekt. Und wenn wir da oben sind, können wir auch noch die Sachen machen. Genau, hier ist der eine rote Stein. Und zwar die Wunderpfeife. Ja. Hier sind auch nochmal Supersteine. Ich glaube, da gibt es auch so Safe-Parcours oder so. Die würde ich dann auch noch machen. Na, aber es ist generell gut, dass wir auch noch ein bisschen auf Supersteine jetzt achten. Weil wenn wir schon die bauen, weil, wie gesagt, vielleicht können wir dann mehr bauen, als die Rufsäulen. Okay, da hinten ist auf alle Fälle noch was. Aber hier ist eine Katze. Oh, Katze! Bringen wir sie mal runter. Ah, hui. Und weg mit dir. So. Katzen gerettet. 2 von 17. Oh, ich hasse es. Okay, hier ist safe irgendwas. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ein Superstein. Und hier oben kann ich nicht hingehen. Na? Nee. Da lässt er mich nicht hochgehen, aber wir haben jetzt eh hier den roten Stein. Also alles fein, alles fein. Hier oben ist doch was, okay. Boah, da muss ich, glaube ich, wieder da hochgehen. Okay, da gibt es, glaube ich, den Autodiebstahl. Hier oben gehe ich erstmal noch nicht hin. Da gehen wir erst hin, wenn wir dann alles, ich sag mal, erkundigt haben. Beziehungsweise, wenn wir dann jedes Stadtgebiet einzeln erkunden. Ich hoffe einfach mal, dass mein Polizeiauto noch da ist. Ich glaube aber nicht. Nee, schaut nicht so aus. Schade! Ey, komm, du hast einen nice Sportwagen.
So, auch wenn ich Astronaut bin. So. Gut, dann haben wir das zumindest mal geschafft. So. Dann fahren wir mal weiter ins nächste Gebiet. Da haben wir safe noch eine Rufsäule, was wir bauen müssen. Ist es eine Rufsäule? Nee, das ist dieses Notfallsdings. Okay, ja gut, da müssen wir wahrscheinlich hochklettern. Haben wir hier einen roten Stein? Haben wir nicht. King's Crowd, roter Stein. Gucken wir mal. In der Mine, in der Höhle. Engelsmission, schmutzige Arbeit, Baustelle, schwörendes Verhalten, Mondball. Der Blackwell Villa gibt's einfach zwei. Heritage Red, Hangar 1, Lego City Flughafen, Barry Smith Dojo, Spezialauftrag. Auf der kleinen Insel, aus der Lady Liberty Statue. Turm auf der Albatros-Insel. In einem Ständer unter der Blackwell-Brücke, Gebäude für Alice Apartment. Eddie's Apartment, die Frage ist, wo ist denn Eddie's Apartment? Wir sind in King's Court. Auf dem Dach von Jennys Dinner in King's Court. Okay. Dann suchen wir einen Jennys Dinner. Genau, da haben wir schon ja Dings gebaut. Genau, Wugerstation muss ich nicht achten. Ah, warte. Ich glaube, es gibt's jetzt. Ah, da ist Jenny. Ah, okay. Aber warte, ich glaube, es gibt den Easter Egg, genau. Den will ich gerne noch zeigen. Und zwar erstmal Kugelwilli. Ein kleiner Easter Egg. Das ist Kugelwilli. Und den müssen wir hier reinlassen, damit wir hier Bürgermeisterin Gleason bekommen. Fun Fact, das ist auch nur bei der Nintendo-Version möglich. Also bei der Wii U und bei der Switch-Version. Bei der, ich glaube bei der Xbox-Version musst du da mit Rex Fury. Also da hast du diesen Greifhaken mit Rex Fury. Und dann musst du da hin. Okay. Okay, einfach nur auf dem Mülleimer stehen. Das ist ein Superstein. Okay, I take it too. Okay, es ist ein großer Dach. Okay, nice. Hier haben wir so Stuff. Ein Recusa. Oh, einen Superstein. Nehme ich mal mit. Haben wir hier noch was? Ah, okay, das ist fürs Parcours. Freigeschaltet Parcours. Können wir danach machen? Das erste, was ich machen will, ist aber den hier. Und zwar Fahne aufgestellt, beziehungsweise Bezirke erobert, 3 von 20, ich meine, wenn wir schon dabei sind. Aber ich bleibe hier, denn... Oh, ich sehe hier einen Superstein, nein! Okay, ich muss da wieder hoch. 3 Polizisten, ah ja. Und da ist ein Spielplatz. Und da ganz oben. Und da ganz oben kann man sich ein Dings holen. Das will ich auf alle Fälle holen. Hopp. Nice, sogar der Große. Sehr schön, so. Hier kann ich leider nicht hoch. Na, dann muss ich wieder wie vorhin einfach da wieder hochgehen. Kann ich hier stehen? Ja. Sehr schön. Ja, ich muss auf der anderen Seite. Ich muss hier hochklettern. Kletter hoch. Ah, genau, da sehe ich. Rex Fury, dieses Rex Fury-Ding. So, Rex Fury. Packst es aus.
Superstein und Unbesiegbarkeit. Ich glaube, muss ich nicht erklären, wer so besiegbar wäre, das gedacht. Okay, ich glaube, von da kann man aus dem anderen Gebäude, wenn ich mich nicht täusche. Ah, leider lässt die Kamera das nicht drehen. Egal. Okay, da habe ich hier den roten Stein. Die Parcours machen wir wann anders. Weil ich will irgendwann mal immer die Bezirke Stück für Stück abklappern. Und deswegen lasse ich das nochmal stehen. So, Eiswagen. Nehmen wir mal den grünen Eiswagen. So. Alter, ist der langsam. Okay, jetzt sind wir bei dem Italien-Dings. Genau, Fresco. Ich glaube, habe ich schon vorher irgendwas gelesen, wo was wäre. Fresco. Brücke, Turm der Apollo-Insel, Lady Bertie, der Kleidinsel, Ostende der Apollo-Insel, Barry Smith Dojo, Hangar 1, Hightech Bridge, Blackwell's Villa, Bruchbasis, Baustelle, Orbit Bay, südliche Erde von Orbit, Polizeistation. Im großen Kanal, ich glaube, das ist hier, genau. Haben wir hier einen Superbau? Okay, wir haben hier beide zumindest diese normalen Superbauten gebaut. Okay, im großen Kanal. Das heißt, es ist wahrscheinlich hier gemeint. Was ich halt so für weirdes darf keiner sagen. Genau, ich glaube, irgendwo hier müsste es sein. Wir stehen einfach nur im großen Kanal und das ist ja irgendwo hier. Ich könnte mal gucken. Ist hier irgendwas? Aber so schlecht. Dann haben wir einen Kaffeebecher. Den nehme ich mal. So. Kaffeepause beendet. 2 von 20. Boah, wo könnte der roter Stein sein? Das steht einfach nur im Kanal. Da will ich ja eher mit dem Links fahren, mit dem Boot, wenn ich das mache. Da ist mit dem Kanal einfach das, der andere große Kanal gemeint. Ich hüpfe einfach mal hier rüber. Ah, wenn es im Kanal gemeint ist, ist das schon hier so ein Wasser gemeint. Und keine Ahnung, warum hier Wasser gerade heller ist. Nicer Grafikbug, by the way. So, hüpfen wir mal rüber. Hopp, 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 hopp. So. Dreimal weggerammt. Ja gut, da gibt's auch nichts. Da gibt's lieber ein Boot oder so, was ich mir schnorren könnte, ne? Das ist leider Pain. So. Könnte es so sein? Wo könnte es so sein? Boah, da hinten gibt es auch so eine Ecke, die man erkunden könnte. Ich gehe mal kurz hier. Aber schaut es auch nicht so aus, als wäre es irgendwo hier. Okay, die Blumenvase sah mir ein bisschen sass aus. Wäre es ein Storyboard, da gäbe es safe so eine Mission. Ja, zerstöre 4 von denen, aber nee, die gibt's ja leider nicht. Und wir kommen dann hier hoch, okay. Das Ding ist halt, was mit, wenn es das ist mit Kanal, was ich meine, dann muss ich auf alle Fälle ein Boot holen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite gibt's sogar Boote, da würde ich mir auf alle Fälle ein Boot holen. Ich muss halt so auf die andere Seite kommen. Ja, da ist auf alle Fälle ein Kanal. Ja, aber jetzt geht's hier runter.
Das schaut ein bisschen mehr nach einem Kanal aus. Aber sammeln natürlich auch die ganzen Stats. Parkbänke, da ist nichts irgendwie, oder? Nee, nee, nee. Vielleicht konnte man da was bauen, aber schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Da ist, glaube ich, auch nichts. Nee. Ah, gut, da haben wir sogar ein Auto, beziehungsweise Dasher, ein Polizeimotorroller. Let's go. Hat sich immerhin deswegen schon mal gelohnt. Klar, das ist der schiefe Turm von Pisa. Brauchen wir aber nicht. Was wir stattdessen brauchen, ist der rote Stein. Der rote Stein. Warte, hier geht's hoch. Bin gespannt, wo genau es hier hoch geht. Ah, wow, hier geht's hier wieder zurück. Nicht unbedingt da, wo ich gehen wollte. Aber da oben kommt man nicht, nee. Sehe es, es gibt ja leider keine Boote, ne? Ich muss mir auf alle Fälle ein Boot holen dafür. Das ist auf alle Fälle. Gibt es hier vielleicht in der Nähe ein Boot? Aber ich glaube nicht. Sah nicht so aus, als würde es hier noch ein Boot geben. Hier gibt es aber den Superbau, den habe ich noch gar nicht mal anzeigen lassen. Eine Stuntrampe! 10.000, ja, bauen wir. Stuntrampen sind ja eh nicht so teuer, die können wir bauen. So. Ja, Mikey Spoilers! Der immer spoilert. Nice. Ja, aber leider keine Boote. Leider keine Boote, sadly. Dann lassen wir es erstmal sein. Lassen wir es erstmal sein. Ich weiß nicht, ob ich da schon diesen Stein... Aber ich glaube, ja. Ja, okay, ja. Es ist schlecht, wenn du die Wasserrechnung nicht bezahlt hast. Wie sehe ich hier noch Supersteine, die free sind? Die könnte ich noch schnell holen. Ja, die sind wirklich free. Erstmal drüber springen, das ist nicht so nice. Nice. Und dann nochmal hier hoch. Denn hier ist auch noch einer. Das ist aber sogar 69.000. Nice. Ja, wie gesagt, für Kanal brauchen wir ein Boot. Das Boot! Hallo? Fährst du? Hallo? Gib Gas! Das ist ein Bug. Ist jetzt Gas? Ja, jetzt geht er Gas. Was ist das für ein weirder Bug? Na, können wir einfach durchfahren. Können wir doch Steine. Ach du Scheiße, driftet der scharf. Ja, ich habe schon erahnen, wo es ist. Genau. Da habe ich mir schon erahnt. Und ich glaube, das ist mit Kanal gemeint. Da gibt es auch noch sehr viel Stuff zu holen. Hui, okay, ich springe wenigstens sehr hoch. Ja, da ist er 100%. Und wenn nicht, haben wir auch noch sehr viele Supersteine. Das ist auch in sich sehr huge. Ja, da ist der rote Stein, oder? Ja, Klingelton Schwein, ich glaube, das war's, oder? Ja, genau, Klingelton Schwein.
Ja, wenn wir dabei sind, können wir doch den ganzen Kanal erkunden. Weil da gibt es sehr, sehr viele Supersteine. Ich meine, vielleicht können wir sogar alle Superbauten bauen. Why not? Kaffeepause. Die gute alte Kaffeepause. Again. Da gibt es sogar hier zwei Kaffeepausen. Man weiß nicht, ob der Kanal vielleicht sogar als separates Gebiet zählt, aber ich glaube, ja. Ich glaube, es zählt sogar noch als separates Gebiet. Kaffeepause beendet. 3 von 20. Guck mal, Feuerwehrmann. Gucken wir mal schnell. Ja, großer Kanal, der zählt separat. Keine Ahnung, wo es hier ist. Muss ich doch schnell gucken. So, Brad Hagel. Vorhin war der ja aber auch noch was, oder? Ja, Superstein. Und noch ein Superstein, oder? Hello. Ah, schade, ich muss da springen. Noch ein Superstein. Und da war noch ein Superstein. Yes. 79.000. Sehr schön. So. Hier springen. Ich sehe gerade, wie dunkel das hier ausschaut. So. Hopp. Ein bisschen schneller. Hüp. So. Boah, jetzt bleibt ich hier an der Tür stecken. Mein Schiff ist weg. Ach, komm mal. Das ist scheiße. Jetzt muss ich durch die ekelhaften Kanal schwimmen. Ugh. Okay, ich muss mir da aber dann noch schnell angucken. Ich glaube, ich habe sogar ein YouTube-Video gefunden, wo was, was wäre. Okay, hier ist auf alle Fälle ein Superstein. Da ist safe dieser besondere Stein. 100 Pro. Ja. Wertvoller Felsbrocken, 6:22. Was gibt sich hier alles? Wir haben alles. Es gibt so einen wertvollen Fels und Kaffeepause. Das war's. Gut, dafür wahrscheinlich sehr viele Supersteine. Ja, trotzdem, take it. Ja, noch ein Superstein. Ja, wie gesagt, wenn wir sehr viele Supersteine finden, dann können wir vielleicht sogar, ja nicht alle, aber zumindest fast alle Superbauten bauen. Ich will zumindest die ganzen Superbauten für die Autos, will ich zumindest heute fertig bekommen. Okay. Dann schwimmen wir mal vorne. Währenddessen gucke ich mal ganz kurz. So, all red bricks. Das ist bei Paradise Sands, das ist bei Blackwell, den Kanal war ich. Ist ja auch bei Blackwells Ding. Ich soll Baby gucken, wo ich schwimme. Okay, nee, das ist. Oder? Nee, da ist er. Da ist dieses Italien-Dings. Und wo fährt der hin? Ah, das ist das mit Ellies Apartment. Ah, okay. Also, der klettert einfach nur ein Gebäude hoch.
Und ganz da oben ist es dann. Das ist das mit Ellies Apartment. Gut zu wissen. So. So, jetzt gibt's wieder Rumgestöhne. Ha. So. Aber die ganzen Fischis. Ich glaube, das war sogar hier. Ah, das ist nicht sogar hier. Ich muss irgendwo hochklettern, das weiß ich. Weiß ich, ob es hier war, wenn nicht, dann ja. Dann ziehen wir es halt in die Länge. So, gehen wir erstmal hier hoch. Nice. Sehr, sehr viele Stats. Ach komm, ey. Immer den Astronauten equippen. Einfach alles überfliegen. So. Nee, ich glaube das, oder? Nee, glaube ich nicht. Oder? Doch. Oder? Nee, glaube ich doch nicht. Ich glaube, das war es nicht hier. Aber ist egal. Denn ich glaube, wir können ein Parcours freischalten, den wir dann irgendwann machen können. Plus, ich kann mir hier diesen Superstein snacken. So, wir fliegen einfach drüber. Da ist safe was. Ja, zwei Supersteine. Nice. Ah, er ist motiviert. Ja, genau, da kann man das Parcours freischalten. Schade. Hey, Fiat hat schnell geantwortet. Okay, der wäre hier. Nee, ich weiß, es gibt irgendwo diese, ich setz mal... blauen Pipes? Ja, genau, hier war's. Och, come on, ist dein Ernst? Ist es dein Ernst? Oh, warte, erstmal hier ist ein Superstein. Sky war schön, dass ich runtergefallen bin. Habe ich hier zwei free Supersteine noch gefunden. 95.000, let's go. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier die ganze Zeit ein bisschen am Erkunden sind. Ah, ich sehe sogar hier die Blumen. Ah, der will nicht die Düse usen. Genau, erstmal hier Blumen. So, Blumentöpfe gegossen. 5 von 20. Jetzt sind wir schon viertel durch mit den Blumen. Das ist sehr schön. Da haben wir safe hier einen Alien, oder? Oder wir bekommen irgendwas. Alien wäre scheiße, weil da müsste ich wieder runter. Da hätte ich gar keinen Bock. Hey, nicht so Bock. Ja, oh nein. Dann schnappen wir das Alien. Come on. Und verhaftet. Bam. Alien verhaftet. 3 von 17. Also ja, mein Ziel ist auf alle Fälle immer 150 goldene Steine zu holen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Okay, hier kann man sich... Okay, hier kann man Dynamit holen.
Nimm ihn mal mit, falls wir irgendwas brauchen, mal zum Sprengen. Dann haben wir zumindest Dynamit. Dynamit behalten wir ja eh, meistens zumindest. So, ich hoffe, für das Vollständigkeitshalber gießt der Marsch hier schnell. So, müssen wir wieder hochklettern. Na, es bringt nicht wirklich, weil ihr verliert dann immer den Schwung. Das haben wir eh durch. Da haben wir einen Superstein, sehr schön. Oh, und ich glaube, wir müssen dann hier hoch dann. Komm schon, Leiter drauf, nice. Über die Dächer. Alter, ist Ellies Apartment groß, holy shit. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Ding dong, ding dong, di di dong dong. So, ich glaube aber, wir kommen hier nicht drüber. Ah ne, doch, 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 doch. Da ist der Teleporter. Sehr schön! Dann haben wir den hier erreicht. Weiche Landung! Die will ich mal aktivieren. Ah, das war schon im Ellies Apartment, ne? Warte, weiche Landung. Nee, ein Gewächshaus. Ah, steht sogar Fresco. Oh. Spieler wird bei Runterfall nicht verletzt. Man wird bei Runterfall verletzt? Lül. So. Eine Million wollte ich schon sagen. Imagine. 100.000. Wir können jetzt das teuerste Superbau bauen. Das kostet lustigerweise 100.000. Und zwar ein Riesenrad. Aber nee, lieber nicht. Jetzt soll ich. Später gerne. So, wenn wir schon mal dabei sind, können wir hier diese Elektriker-Challenge machen. So, dann müssen wir alle Bauplatten, oh mein Gott, auch noch rund, auch noch hier unten. Ei, ei, ei. Okay, wir machen das so. Erstmal oben. Dann machen wir hier alles kaputt. Elf, zwölf, 13. Rennen wir hier rüber. 14, 15, 16, 17, 18. Das ist ein Feuerwehr. 19, 20. Ja, du hast eine kleine Erschütterung bekommen. Passiert dem Besten. Boah, du gibst keine Post ab. Ey, überschmeiß einfach die Pizza weg. Schade. Wenn wir Splatoon 2 Stream Match fahren, noch alles kacke, Yoshi, dann hier Match fahren bei Splatoon 2. Bye, bye. Mal gucken, vielleicht raide ich dich sogar. Eigentlich bei Splatoon 2 müsste ich dich schon raiden. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch später Raid. Mal gucken. Aber dir auf alle Fälle Match fahren bei Splatoon 2. So. Zwei Supersteine nehme ich hier aber mit. Bei der kleinen Eisdiele hier. Okay, und ich würde mal sagen, ich klaue mir deinen Sportwagen. Und wir fahren jetzt zum anderen Gebiet. Paradise Sands, habe ich vorhin irgendwas gesehen. Gibt es, glaube ich, wieder einen Klingelton. Und Safe Road Superbau, was wir noch bauen müssen. Gucken wir mal. Das mit dem Auto habe ich schon gebaut, oder? Ja, aber im Strand ist auch super gebaut. Den will ich doch schon bauen.
Denn ich kann mir schon vorstellen, was es gibt. Und zwar ein Looping-Dreher. Den bauen wir noch geschwind. Nice. So. Mein Auto ist auch da. Und fahren in das Looping rein und wir bekommen einen Fahrrad. Ein Sweetie. So, das ist auch noch ein super Bau. Das wusste ich ja eh, deswegen nee, wollte ich da auch noch hin. Und zwar eine Sandburg. Es gibt noch einen super Bau, aber der andere ist ein bisschen teuer, deswegen lasse ich den erstmal. So. Selber zu Polizisten. Und es gibt den Surfer. Let's go. Okay, jetzt haben wir 45.000. So. Bei Paradise Sands habe ich vorhin irgendwas gelesen. Paradise Sands. Paradise Sands. Wow, geile Beschreibung. Paradise Sands auf einem Dach. Es sind viele Gebäude, ne? I'm just saying. Ah, okay, ich glaube, ich weiß schon welches. Okay, hier könnte man sich Farbwechsel holen. Okay, auf dem Dach ist es nicht, aber wir haben dafür den Rodney Baxter freigeschaltet. Auf einem Dach. Auf einem Dach, auf einem Dach, auf einem Dach. Also, wenn ich mal vermute, dass es auf einem Dach ist, dann wird es in dem Gebäude sein, wo wir entweder wahrscheinlich, also der nicht so hoch ist, oder den wir an sich komplett hochklettern können. Ich gucke mir aber trotzdem mal ein bisschen um. Weil, wie gesagt, vielleicht finden wir noch ein paar Supersteine. Supersteine können ja auch huge sein. Oh, hier ist was. Okay, brauchen wir Wasser. So, hier kann man hoch. Nice. Und haben Daniele Kosli. Oh, hier ist ein großer Superstein, wenn ich mal da hochkommen würde. Na, leider nicht. Ah, da muss ich mal ein bisschen tricksen. Dann gehe ich hier hoch. So, nice. Dann haben wir hier nochmal 20k bekommen. Sehr schmackige 20k. Einfach da hochgesprungen. Aber ich glaube, da war ich schon, oder? Ja, da war ich schon. Da war ich schon. Aber ich glaube, ich muss hier hoch. Jo, Alter, ich kann so hart. Alter, wirklich, Dings ist so broken. Da waren wir ja schon. Erstmal auf irgendeinem Dach erstmal hochgehen. Das ist sogar so ein Hördings, okay, aber das, ich glaube, da müssen wir dann wieder off vom Dach und das will ich nicht. Hier ist was zum Einbrechen, aber da waren wir ja schon. Ich glaube, da war damals Superstein oder so, aber die habe ich schon geholt. Genau, weil hier waren wir ja an sich schon.
Dann gibt es auch noch den blauen Farbwechsel. Ich weiß nicht, ob wir da schon den Feuerwehr hatten, aber ich glaube ja. Das war halt kurz bevor wir Bauarbeiter geholt haben. Ja. Ja, da waren wir auch. Das ist mit der Kugel. Dann landen wir hier drauf. Hier ein Schwein. Warte, ich glaube, war das da? Also Portal, okay. Gehen wir aufs Portal. Schauen, ob wir was finden. Okay, dann landen wir hier. Hier ist auf alle Fälle kein roter Stein. Auf dem Dach. Das Ding ist, wenn mir die Kamera mehr Vorteile geben würde zum Drehen, wäre keiner hilfreich. Dann leite ich erstmal hier. Bumm. Okay. Geil, so wieder mal verbuggt. Okay, da kann ich nicht mal stehen bleiben, schade. Da ist eine Box, aber die will ich ja eher lassen. Aber das ist ja storybedingt. Hier kann ich aber hochstehen. Wo kann das wohl sein? Oh Gott, Alter, als ob du da wegen der einen Stange hier kleben bleibst. Und das haben wir nicht, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, da ist eine unsichtbare Wand. Geil! Unsichtbare Wand. Let's go. Ich guck mal nach. Wir hatten ja vorhin irgendwo Paradise Sands gehabt. Das war sogar hier, what? Oder warte, habe ich den schon? Digga, ich trottel, suche und suche und suche und den haben wir schon. Wow! Umsonst Zeit verschwendet. Geil! Wow, den haben wir schon. Ja, ist kein Wunder, dass ich den dann nicht finde. Kann irgendein Auto? Ja, komm, Pizza. Let's go. Sorry, das ist ein Notfall. Ja, alles gut. Gönn mir halt eine Pizza, wenn ich Hunger habe. Boah, jetzt habe ich Bock auf Pizza. Okay, einer ist im Flughafen, habe ich auch gesehen. Aber ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Warte, gucken wir mal. Okay, Flughafen sind auf alle Fälle Superbauten. Okay, den Flughafen haben wir. Da haben wir einen Superbau für 10.000 und dafür, okay. Das mit dem Auto haben wir, okay, 10.000. Das ist die Rampe. Da will ich hin. Da fahre ich auf alle Fälle hin. Oh, der Pizza-Mobil hat sogar Nitro, let's go. Beste. Bester Wagen. Oh, kurz falsch abgebogen. Alter, ist der sogar schnell, wenn der Nitro hat. Das ist einfach, dass er so einen fetten Oschi hat. So, wir parken kurz schnell hier. Denn, erstmal hier ist der Superbau. Und zweitens,
Und zweitens, da hinten habe ich noch was gesehen. Genau, so eine Rex-Fühl-Statue. Da ich ja hier noch Dynamit von vorhin habe, kann ich sie schnell zersprengen. So. Wir bekommen den Pilot. Und den 142. Superstein. Genau, weil der hat immer noch Dynamit in seiner Hand. Das heißt, nutzen wir es aus. So, Statue zerstört. Und weiter geht's. Okay, müssen wir leider einen kleinen Umweg fahren, oder warte, ich kürze mal hier ab. Boah, ich könnte ja auch zum Sportwagen wechseln, aber ich bleib erstmal beim Pizza Auto, der gefällt mir sogar sehr. Hallo. Bin ich nicht ernsthaft stecken geblieben? Digga, das muss jemand... Hey, was? Wie ist das passiert? Bro, das muss eigentlich jemand klippen, Alter. Er ist ein 360 mit dem Auto gemacht. Finde ich witzig. Bro, ich wollte einfach nur jumpen, um quasi da rauszukommen, ne? Ne, mal einfach spontan 360. So, hier habe ich den, glaube ich, nicht, oder? Ja, im Nobelviertel. Nobelviertel. Ich glaube, ich weiß sogar ungefähr, wo es ist. Nobelviertel. Hinter den Werbeschilder bei den Spielzeugladen. Ah, okay. Wir können mal aufhören, mich zu hupen mehr. Mal was gucken. Wie ist denn das hier passiert? Okay, ich glaube, der Spielzeugladen war sogar hier. Okay, hier haben wir sogar einen Superbau. Für sogar eine Rufsäule. Perfekt, die bauen wir jetzt schnell. Nice! Wir haben einen Hestia. So. Ist das der Spielzeugladen? Ich kann mich sogar erinnern, weil den habe ich ja auf alle Fälle gesagt. Aber ich kann mich irgendwie erinnern, dass er hier war. Oder? Wo genau? Hinter den Werbeschildern. Jetzt ist die Frage, wo sind die Werbeschilder? Hinter den Werbeschildern vor dem Spielzeugladen. Vielleicht ein Sandwich? Da kommst du halt nur rein für die Farbdinger. Genau, da kannst du ja alle Farben holen. Aber warte, ich nehme mal hier rote Farbe. Ja. Weil ich sehe ja hier sowas. Ist er schon aktiviert? Der ist schon aktiviert, okay. Da habe ich den umsonst genommen. Werbeschilder, wo sind denn Werbeschilder? Sieht man die vielleicht hier noch auf der Karte? Ne, schaut nicht so aus.
Hinter den Werbeschildern. Werbeschilder, Werbeschilder. Wo sind die guten alten Werbeschilder? Wo ihre Werbung draufstehen könnte. Gefunden. Oder? Aber das ist nicht der Spielzeugladen. Oder kommst du auch nicht hoch? Nee, das ist Bullshit. Da ist er nicht. Werbeschildern. Wo zum... Wie geht's so? Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich muss. Ich muss da ganz hoch. Ich glaube, die Werbeschilder. Ich habe auch irgendwo sogar hier in der Nähe sogar eine Katze. Aber da komme ich doch nicht weiter. Doch. Nee. Muss doch irgendwie da hochkommen. Hat es irgendwo ganz am Anfang gezeigt. Der ist ja ganz woanders. Der Spielzeugladen ist ganz woanders. Genau, hätte ich eigentlich kommen können. Der ist ja ganz woanders. Zoomen wir den mal. Ist er sogar hier? Nee, aber das ist eine Fähigkeit. Nein, das ist nicht der Spielzeugladen. Ich glaube, da kann ich mit Superstein holen. Das ist irgendwie so ein Parcours. Wo ist der Spielzeugladen? Muss auf alle Fälle hier in diesem Viertel sein, das sowieso. Aber der ist ja auch nicht so groß. Wait. Ich habe sogar eine Idee. Okay, da ist sogar eh eine Rufsäule, die ich bauen muss. Also fahren wir sogar hier hin. Ich glaube, da in der Nähe ist es sogar. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es sogar hier... Nee, das ist hier. Und ich brauche ernsthaft grüne Farbe. Ich habe rote, oder? Okay, dann backtracken. Wir brauchen grüne Farbe. Mein auf Geisterfahrer. Ach stimmt, ich habe ja kein Nitro, ich vergesse es ja immer wieder. Denk ja immer, ja, wenn zum Feuerwehrwagen, Krankenwagen ist, dass du ein Nitro hast, aber nö. Nicht mit dem, nicht mit dem.
Schade, dass es stecken bleibt. Boah. Also, geh auf Astronaut. Astronaut. So, dann Rex, da brauchen wir grüne Farbe. So. Was riecht da so? Wo ist mein Auto? Ist er noch da? Ja, ist er noch da. Sehr schön. Mein GPS ist leider weg, aber außer ich fahre da in der Straße. Vielleicht kommt er dann wieder. So. Okay, das kann ich leider nicht rammen. Ah, okay, jetzt kommt GPS. Sehr schön. Wenigstens noch mal zwei. Okay, jetzt erstmal hier stehen bleiben. So. Erstmal hallo. Das Färben. Dann färbst du es halt von hier. So ein spontan grünes Auto, ist auch nicht schlecht. Hat sich hier ein Auto stört. Mal kurz weg, so. Genau, aber jetzt fliegen die Raketen nämlich hier hoch. Okay, das ist sogar doppelt nicht schlecht, weil hier ist sogar eine Katze. Dann rennen wir die Katze schnell. Drei von 17. Oh. Ja, dann kommst du, glaube ich, hinter dem Spielzeug lang. Und da ist die Werbung, die hochqualitative da. So, da haben wir einen roten Stein. Und zwar super Farbwaffe. Und die equippe ich. Denn da müssen wir nie wieder zum Farbwechselautomaten gehen. Der ist geil. Aber ich will einen Lücke Bauer anmachen. So. Ich glaube, einen mache ich, glaube ich, noch. Und dann würde ich mal sagen, raid ich dann zu Yoshi rüber. Oder beziehungsweise. Nee, komm, ich mache noch den Superbau und da raid ich zu Yoshi rüber. Ich glaube, dann haben wir auch eine akzeptable Länge heute erreicht. Natürlich geht es dann nächste Woche weiter mit Lego City. Aua. Undercover. Oh, der ist da oben. Was will er mir labern? Warte, hier ist auch noch einer. Kamera spackt mal wieder rum. Das gibt mit Sicherheit eine Beule. So. Es ist nicht die, was ich bauen wollte, aber ist okay. Oh. Zum Glück hat sie roten Steine gespalten. Okay, wenn das Spiel nicht will, dann beenden wir es hier. Ist auch okay. Schade, dass das Spiel nicht gegönnt hat. Schade, dass das Spiel nicht gegönnt hat. Ja, auf alle Fälle. Wir raiden wie versprochen. Ist ja wie vorhin gesagt, ich sehe auch, dass niemand anderes live ist. Ja, komm, dann machen wir das auf alle Fälle. Wie vorhin gesagt, raiden wir den lieben King Yoshi. Schaut auf alle Fälle bei ihm vorbei. Lasst ihn auf alle Fälle folgen, falls ihr es nicht getan habt. Wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Und zwar am Donnerstag, wenn Paper Mario 2 rauskommt. Unser neues Projekt, wo ich schon richtig Hype drauf bin. Und ja, wie gesagt, Lego City Undercover machen wir dann nächste Woche weiter.
Auf alle Fälle, wie schon gesagt, ich wünsche euch natürlich einen guten Start in diese Woche, beziehungsweise auch einen schönen Restfeiertag, weil heute ist ja Feiertag, ne? Erholt's euch noch und much fun bei Yoshi. Also bye bye und much fun.